those hands and lights can't stop me. I just hold on for dear life. Yeah, I can't give up this feeling that I get when looking down from the sky. Now with you, oh, oh, oh. Now with you. Hey ho, Islands-Freunde, was geht, was geht, was geht, was geht, was geht? So, mal kurz wieder das alles regeln. Da wird auch schon wieder der Bot aggressiv. So, dann kommen wir kurz hier rein. Dann, erstmal hallo an die ganzen, die jetzt gerade eingeschalten haben. Darunter ist der Basti Juni, der Olli HP, der Luke 10, die Metallkatze. Dann haben wir noch hier den Frank. Dann Slash, Con, wen haben wir noch hier? Ich glaube Panda Game, wenn ich das richtig sehe. Nico Kraft HD und noch viele, viele mehr. So. Dann gucken wir gerade hier. Wie das jetzt hier aussieht. So. Ja, wie gesagt, wir werden heute wie ganz normal Island spielen. Wir versuchen auch mal was hinzukriegen heute, weil, wenn jemand sagt, ob wir was bauen, dann haben wir es nie geschafft zu bauen. Ja, das zu dem Thema. Ja, wie gesagt, 17:30 haben wir das übliche wieder. Basen bewerten. Und könnt auf jeden Fall auf Dienstag schon mal freuen. Dienstag kommt ein richtig cooles Video. Da, wie gesagt, der liebe Crafting Pad mir schon geholfen hat, das Problem zu lösen. Deswegen habe ich es eigentlich geschafft. Oder kann es eigentlich jetzt normal wieder schneiden mit allem drum und dran. Musik, pipapo mit mehr Effekten oder sonst im Geisteskrank. Kram, dann, ja, können wir schon mal freuen, das wird richtig, richtig cool. So. Dann joinen wir schon mal rein. Ich mache dann schon mal, wie gesagt, einen Public-Server auf. Publish. Und das, Video hier zum Update-Video werde ich dann noch mit dem ganzen neuen Kram, der wieder zugekommen ist, werde ich dann noch zusammenbinden. Das wäre natürlich ein bisschen doof, wenn ich jetzt das einfach auslassen würde. Deswegen wird das auf jeden Fall mit integriert in das kommende Update-Video. Wann das kommt, muss ich mal gucken. Vielleicht Mitte der Woche oder so. Und ja. Was ist der Islands-Code? Sag ich gleich. Obwohl, eigentlich ist es, glaube ich, der Islands-Code immer der gleiche, ne? Hi. Der müsste auch noch in der Gruppe sein. Der müsste noch eigentlich in der Robux-Gruppe drin sein. Nee, ist er nicht. Dann füge ich ihn jetzt hier hinzu. Das soll ich jetzt gar nicht machen, aber okay. So, dann gucken wir mal kurz hier ran. Code. Dann machen wir wieder den Code hier rein. Da hört man schon wieder die XP klingeln. So. Der Code ist jetzt in der Roblox-Gruppe drin. Einfach Ausrufezeichen mitspielen, zusammengeschrieben. Dann könnt ihr schon in den Server reinkommen. Mein Gott. Bisschen wieder Heizkratzerei. Aber aus den Gründen vom Vorfall vom letzten Video werde ich als Ei spielen. Das heißt, nicht wundern, falls ihr ein Ei seht anstatt den Pfarraus. Wir werden als ein Ei spielen. So. Das frage ich mich gerade. Ist die Liste aktuell, die unten, also das untere? Denn das war sonst nie aktuell immer. Das ist irgendwie hängen geblieben beim Bot immer. Also hier unten die Anzahlleiste. 180. Naja. Ob das so aktuell ist, ich weiß nicht. Aber okay. So. Ja, genau. Wir werden wieder heute hier ein bisschen die Tiere aufpeppen. Das heißt, wir werden auch hier die Äpfel wieder sammeln und die dann in die Teile wieder reinpacken. Und wenn wir das gemacht haben, dann bauen wir den nochmal hier einen guten Stall, weil die anderen hier rumrennen, was mich ein bisschen nervt, wenn ich ehrlich bin.
Das finde ich ein bisschen doof, wenn die da und hier rumrennen. Deswegen werde ich den das, ja, wenn wir den schönen Stall bauen. Ich weiß nicht wohin, weil das hier sehr klein ist und sehr eng. Aber, ja, vielleicht bauen wir es auch in die Burg rein. Das könnten wir auch machen. Nur ist die Frage, wie wir in die Burg bauen. Das sind alles so Dinge, da bin ich mir noch nicht sicher. Und wie gesagt nochmal, hallo an die ganzen Leute, die noch gerade dazugekommen sind, weil wir sind jetzt gerade 27, gerade waren es noch 14. Ja, genau. So, mal kurz, ich bin noch leiser, man. Die Musik ist noch ein Ticken laut, wie ich es hier sehe. So, machen wir es mal kurz so ein bisschen. Ah, wurde das ein bisschen sehr leise, glaube ich, oder? Ist das ein bisschen sehr leise? Ich weiß nicht. Warte. Wir belassen es bei dem einfach. Das müsste eigentlich laut genug sein. Also, wir sind jetzt hier an der Base. Hier sind auch schon viele Leute dabei. Was ich jetzt vorhabe, wie gesagt, ist das zu ein bisschen zu wechseln, also den Ort zu wechseln für die Tierchen hier. Das heißt, ich würde sagen, ich würde die doch lieber gerne in die Burg einlegen, wenn ich ehrlich bin. In die Burg rein und dann, wenn wir dann in der Burg drin sind, also wenn die Tierchen in der Burg drin sind, dann bauen wir in der Burg, müssen wir gucken, wie groß die Fläche der Burg wird eigentlich, machen wir da für die dann einen kleinen Standort hin. Kann ich hier noch die Sachen hochlaufen mit dem Skin jetzt? Ja, kann ich. Weil ich ja jetzt ein Ei bin momentan erstmal. Mit voller Überraschungen drin. jetzt müssen wir erstmal kurz gucken. So. Das heißt, oh Gott. Okay, das war jetzt zum Beispiel mein Animationspackage. Ich glaube, ich kann da gar nicht Leitern hochlaufen, ne? Das glaube ich, kann ich nicht, oder? Ah, doch. Ich kann's, okay. Oder? Aber ich glaube, bisschen leicht eingeschränkt mit dem Charakter. Nö, das geht. Das geht noch. Okay, dann können wir damit ja rumspielen. Sonst hätte ich gesagt, muss ich doch Charakter wechseln, eventuell ein bisschen. Aber okay. Lass uns jetzt beim ersten Mal. Oh, guck mal hier. Er hat einen richtig nicen neuen limitierten Merch an. Den goldenen Merch, der natürlich dann ablaufen wird bald irgendwann. Auf jeden Fall nochmal einchecken aus der Gruppe. Da gibt es den auch noch zu kaufen. Ich merke schon wieder, das Spiel fängt an, einzubrechen bei den ganzen Leuten. Ach man, ich liebe Islands. Es ist immer wieder was Neues. So. Bei mir ist verzögert, kann einer beheben. Frank, das ist an sich immer verzögert. YouTube ist da mehr verzögert als Twitch. Bei Twitch geht's eigentlich sogar noch ein bisschen. Aber hier, YouTube ist halt verzögert. Da kann man leider nichts gegen machen. So. Wir werden jetzt mal kurz jetzt Gras schnappen. Gras? Hallo? Gras? Hä? Bin ich jetzt gerade blöd oder bin ich doof? Gras. Habe ich jetzt keine... Achso, oh, ich bin blöd. Okay. Den ganzen Grasblöcke waren gefunden. Ja, moin. So, wir werden jetzt mal kurz hier die Maschine abbauen. Weil, die mir ein bisschen hier im Weg steht. Das heißt, wenn wir die abgebaut haben, dann werden wir die wieder woanders hinplanten, aber das fangen wir erstmal weg. So. Blub, dann ist es auch weg. Wir werden jetzt versuchen, hier die Burg reinzubauen. Das Ding ist, ich war ja nicht so zufrieden mit dem Holzdesign. Deswegen werde ich jetzt versuchen, als... Oh Gott, das ist so schön mit dem Avatar. Werde ich jetzt als Ei hier mal kurz hier hoch und das hier kurz abbauen wieder. Und dann werden wir das einfach aus Stein... Okay, das in dem Thema. Dann werden wir den aus Stein bauen, wenn ich hier mal hoch dürfte. So, endlich. So. Mein Gott, heiz ist der trocken. Ging auch schnell. Ich glaube, wir haben den sehr, 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 sehr stickige Luft. Aber, so. Jetzt haben wir das fertig. Das heißt, wir müssten jetzt irgendwie... Ich würde das vielleicht noch ein bisschen raus... Also hier so... Hier kommen so Holz... Also Woodplanks drauf. Und dann würde ich hier so ein bisschen das so rausgucken lassen. Dass es so ein bisschen hier überein harmoniert mit denen. Deswegen, werden wir das mal kurz machen. Stone. Auch noch wenig von. Hello. So, der Server ist doch nun voll. Ja, das geht sehr schnell. Also ich habe ja schon Dings gemacht, Publish-Server, da sind eigentlich mehr drauf können, aber der ist sehr schnell voll. Boah, nicht noch mehr Zeug, ich sag's jetzt schon. Ja, wir gucken mal. Wenn ich hier mit dem Stein auslaufe, dann kann man das nochmal gucken. Aber jetzt erstmal will ich mal versuchen, das hier hinzukriegen. So, wir machen das mal so. Und sieht das gut aus? Ich weiß gar nicht.
Wir werden es sehen. Das heißt, wir bauen jetzt erstmal hier eine Dings hin. Eine Art Wand. Wenn jetzt Metallkatze weggehen könnte. Wenn die anderen auch weggehen könnten, dann könnte ich hier auch hier bauen. Ah, gehen wir auf die andere Seite. Null. Das ist dann jetzt. Wo ist das? Ach, der gleichen Ende. Okay. Dann machen wir das mal fertig. So. Hoppala. Ein zu viel. Dann machen wir den hier voll. Bauen den nochmal ab. Und jetzt steht Colin im Weg, der nächste. Oh Mann. Alle stehen dann down im Weg. Egal, gehe ich wieder auf die andere Seite und baue da weiter. So, genau. Dann nehmen wir jetzt mal Slabs. Dafür nehmen wir dann die Stone Brick Slabs. Machen. Oh, ist mir jetzt ein runtergefallen. Hier hoch wieder. So, so, so. Also, nochmal. Machen wir so, dann machen wir. Ja, gut, das steht wieder im Weg. Na komm. So. So. Mal gucken, wie das von außen aus. Hoppala. Oi! Level Fortune Level 52. Geil. Ja, doch, doch. Das sehe ich doch. Das geht doch, wenn man sich noch hier vorstellt, in der Mitte ein bisschen höher. Na, das wird doch schon, glaube ich, ganz geil aussehen, finde ich. Du wolltest deine Superchat aktivieren? Ja, wie gesagt, das geht alles nicht so schnell, Alex. Wegen dem Vorfall, wie gesagt, am Sonntag. Und dann, das muss alles gewerblich abgeregelt werden. Das ist nicht so einfach, wie man sich mal vorstellt. Fände ich eigentlich auch geil, wenn es so wäre, aber... leider ist es ja nicht so. Weil ich weiß nicht, wie das da aussieht mit... Weil da stand auch mit Gewerbe anmelden oder so ein Kram oder Gewerbename oder sowas. Deswegen... muss man immer ein bisschen vorsichtig sein. Und oh, ich glaube, ich muss das Auto doch wechseln. Ich komme hier echt sehr schlecht hoch, ne? Ich komme hier echt sehr schlecht hoch mit dem Avatar. Das Ei hat wirklich eine Hitbox, die ist unglaublich. Aber das ist auch sehr klein, muss man dazu sagen. Der Avatar ist auch sehr klein. So. Dann machen wir hier. Hier. Nee, mal. Was ist hier? Och nö. Och nö. Hä? Hab ich schon wieder ungerade gebaut oder wie? Oh nein. Hä? Nee, warte mal. Aber irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas. Ach so, weil der Seiten. Dieses Seitenteil da ist. Ach so, ja gut, dann bauen wir das ab. Weil das sieht, glaube ich, doch ein bisschen doof aus. Ja, da macht Sinn. Dann macht's auch. Okay, den lassen wir da oben, aber. Ah, komm. Wir bauen den ab, sonst haben wir gleich wieder Kopfschmerzen rein und weiß nicht mehr, wo ich was baue. Und jetzt schaut gerade einer was im Chat, also hier im Ingame-Chat. Kann ich dir was geben? Ja, du kannst mir Spenden geben, aber dann pack die am besten da hinten. Hinter dem Hügel da. Da ist ein Kisten. Da am besten reinpacken. Weil ich das sonst nicht aufheben werde, weil erstens zu viele Leute sind und zweitens, weil es einfach zu eng hier wird. So. Dann bauen wir das mal hier zu. Am besten nicht im Weg stehen. Weil sonst muss ich die, wenn die zu lange im Weg stehen, nach einer Zeit kicken. Von der Insel. Und dann haben natürlich die anderen Leute, die hier Glück rauskommen. Faros, willkommen im Gaming-Zimmer. Ehre, Ehre. Das hört sich doch richtig geil an. Ja, ich würde sagen, ich habe hier schon so ein halbwegs Gaming-Zimmer. Es sei natürlich ein bisschen noch mit, im allgemeinen Zimmer gekoppelt, aber das hat schon, hat auf, also die Ecke, die Gaming-Ecke, denke ich mal so, ist es ja kein Zimmer dann in dem Sinne. Die Ecke sieht schon dope aus. So, jetzt gucken wir mal kurz hier. Wie machen wir das hier? Ich hätte gerne so einen Turm hier. Das Problem ist, wie macht man den Turm? Oh, das ist natürlich, ja, das ist eine nice Sache auf jeden Fall. wie kann ich das machen? Wir könnten versuchen... Oh nein, daneben. Lassen wir das erstmal hier zumachen. So ungefähr. Jetzt ist die Frage... Das hier stört mich ein bisschen, der Block hier. Ist die Frage... Sieht das gut aus? Dann kann man hier das Fenster halt reinmachen. Hier so die Ecke. Ich glaube, das sieht ja ganz geil aus. Das heißt, wir ziehen hier nochmal eine Wand hoch. Mal gucken.
Oh ja, doch, da sehe ich mich drin, da sehe ich mich drin. Mal kurz da weg, dann kann ich hier einen Block platzieren. So, guck mal. So, jetzt haben wir auf jeden Fall hier diesen Mittelteil. Ich drehe mal die Musik ein bisschen runter hier. So ungefähr. Also, wie gesagt, wir werden das jetzt so machen, dass es hier dann, also hier, wo ich gerade stehe drin mit der Kamera, dass das dann der Punkt wird, wo man rausgucken kann. Und dann können wir den Teil dann, also das machen wir hier jetzt dann mit erstmal, ich würde das, also, mir fehlen Fenster an sich ein bisschen noch richtige, also richtige Fenster wären ein bisschen geiler in dem Game. Aber ich hatte da schon ein bisschen was geplaudert mit Brian wieder, was man hinzufügen könnte, was richtig geil wäre. Deswegen bin ich mal gespannt, ob er es umsetzen wird. So, wir machen jetzt so einen Rapunzelturm, so, be like. Das wird ein kleiner Rapunzelturm. Ist die Frage, wie man da hinkommt. Also wir werden, ich glaube, es wäre, glaube ich, sinnvoller, wenn wir erstmal hier jetzt die Fläche ausbauen. Das heißt, haben wir Pinewood? Ja, haben wir. Da haben wir Pinewood. Kann ich hier hoch? Oh, ich glaube, ich muss mal echt dringend den Avatar wechseln. Das ist, glaube ich, sonst... man sieht es, dann kommt kaum hier hoch mit dem Ei. Na, so, komm, perfekt. So, dann machen wir mal hier jetzt das so hin. Ungefähr so. Ja gut, das ist hier das Tor im Weg, das ist ein bisschen doof. Dann müssen wir... Kann man das machen? Warte mal kurz, hab ich noch nie ausprobiert eigentlich. Das ist also in Minecraft physikalischen, logischen Sinne, wird das funktionieren? Funktioniert es aber auch hier. Und wenn da jetzt keiner wegstehen würde, dann einmal kurz weggehen, bitte. Oh Mann. Ich will da nur was platzieren. Ich will da nur was platzieren, bitte. Bitte. Lass mich. Geh weg. Warum kann ich die Leute nicht wegschubsen? Oh Mann, ja, okay. Das müsste... Okay, oder so. Geht auch. Ja, dann passt das hier. Dann machen wir hier dann das zu. Ja, das sieht ja nicht so geil aus jetzt von außen, aber ich glaube, das... Boah, das fällt nicht jetzt so krass auf. Das können wir hinnehmen. Das können wir machen. So, einmal kurz hier jetzt fertig machen. Drop? Was Drop? Weiß nicht, kann auch so ein Random sein, aber ich glaube, Dings will das placen, wenn ich das sehe. Der Flop will was placen. Alter, da hat der Flop mir nochmal auf Ehre eine ganze Dings gegeben, eine ganze Kugel hier. Einen ganzen Snow Globe. Jetzt habe ich da, glaube ich, schon 5 von. Ehre auf jeden Fall. Wie gesagt, Kuss geht raus. So, lass mich kurz mal hier hochgehen. Na, so. Oh Gott, ja, komm. Ich glaube, noch kurz. Ich muss noch kurz den Avatar wechseln, sonst kommen wir da nicht hoch. Wir kommen da sonst nicht hoch, ist das Problem. Was nehmen wir denn? Was habe ich hier im Gepäck noch, was gut aussieht? Und was auch noch natürlich kompatibel ist mit dem, Dings. Oh, das... Also wie gesagt, es fehlt, wie gesagt, was, aber ich finde, das geht eigentlich. So, wir gehen mal kurz, warte mal kurz. Wir gehen einmal kurz zum Spawn und gehen dann wieder zurück, weil sonst kann ich, wie gesagt, meinen Charakter nicht laden lassen. Aber das Ei ist halt, wie gesagt, wesentlich zu klein dafür. Deswegen gehen wir mal kurz zum Spawn. Und, wir können mal kurz gucken. Warte, wie viel kosten nochmal diese ganz brutalen Sachen? Ich glaube, 5 Millionen war die... Ja, genau. 5 Millionen war die Dusche oder die Badewanne. Und 75.000 die Luxussache hier. Ich würde ja gerne die hier an der... Also,
Es gibt ja noch neue Straßenlaternen normale, aber oh, 1 Million pro Teil, das ist schon heftig. Ich frage einfach nicht. Das ist natürlich ganz geil. Warte, was haben wir, wenn wir schon mal hier sind, können wir was verkaufen? Nein, nein, nein. Hier ein bisschen. Bisschen Kleingeld nebenbei machen. Kann ja nicht schaden. Hier noch ein paar Berries. Aber ich glaube, so weit haben wir jetzt nichts mehr. Oder? Na, auch nichts hier. Okay, wir können auch nichts hier verkaufen. Würde ich sagen, gehen wir wieder zurück zur Base. Dann mache ich natürlich gleich sofort eine Public Eiling daraus wieder. Das heißt, der Code bleibt wie zuvor. Da wird sich jetzt nichts großartig dran ändern. Wann ist der Livestream dann zu Ende? Wie, hä? Wie meinst du das, wann ist der Livestream zu Ende? So, jetzt machen wir kurz einmal eine Public Island. Zack. Hallo Chaos Crafter. Nee, Nico, ich hab dir schon gesagt, dass ich mal gucken werde, ob ich das bin. Wenn wir es brauchen, dann komme ich zur Insel. Hab ich dir gesagt, musst du zuhören. So, jetzt gehen wir kurz hier auf die Public Island wieder. So, jetzt müsste es eine Public Island sein. Ja, das ist eine Public Island. Perfekt. So, dann müsste dieser Charakter eigentlich keine großartigen Probleme jetzt vorher geben. Können wir den hoch? Ja, guck mal, schon viel besser. So kann ich doch arbeiten. Was haben wir hier? Das sind jetzt eine Slab, glaube ich. Die ist schon hier angebracht. Das heißt, wir machen hier einmal normal und dann hier wieder eine Slab. So. So ist natürlich gleich wieder maximal ausgelastet, wie ich es jetzt kenne. So, ich würde sagen, wie gesagt, wir bauen den Tierstall auf jeden Fall in die Burg rein. Das finde ich richtig geil. Das heißt, wir bauen jetzt hier so eine Mauer. Innen dran ist dann nochmal ein Schloss, so ein kleines. Mal gucken, wie viel Platz ich noch habe auf dem Server an sich. Und dann werden wir, ich würde sagen, den Stall hier schon nagelig an der Mauer setzen. Weil der sonst, war zu weit weg, habe ich eh keinen Bock drauf. Und wie gesagt, wenn ihr donate, also wenn ihr Sachen in-game donaten wollt, einfach zu den Kisten hingehen. Ich kann es kurz sagen, wo die stehen. Die stehen, wartet, mal kurz dahin rennen. Also die werde ich dann auch natürlich dann umsetzen. Alles in die Burg dann rein nachher. Dass ich alles lokal habe. Wie gesagt, wenn ihr hier, oh, ein bisschen voll, habe ich gehört. ihr seht schon, wo man was spenden kann, ne? Ich glaube, das muss ich jetzt nicht nochmal erklären, wo man was spenden kann. Aber auf jeden Fall kann man hier was spenden. So. Haben wir Katz leer gemacht. Wie gesagt, einfach da reinwerfen, dann könnt ihr mir schon was spenden. Und dann gucken wir kurz mal hier drin. Hier ist noch leer, das ist super. Dann haben wir alles. Perfekt, okay. Dann werden wir uns weiter fortbewegen zu unserer kleinen süßen Boy. Oh, das sieht schon geil aus. Also, dafür, dass ich ein so großes Problem habe manchmal, sieht das schon echt geil aus. Und mir ist auch gefallen, dass auch das Roblox, dass da ein Grafik-Update noch ein bisschen dazu kam, weil jetzt irgendwie die Schatten noch krasser sind. Aber ja. So, wir gehen mal kurz hier hoch. Ich glaube, wir brauchen aber noch hier Wood Slabs. Das heißt, wir rennen jetzt wieder zurück zur Werkbank. Und machen uns noch ein paar Woodslaps. So. Dann gucken wir mal. Also, Blocks. Hä? Oh! Okay, krass, krass. Das wusste ich noch nicht. Also, das ist anscheinend auch neu. Das ist mir gleich aufgefallen. Dass man das von hier aus auswählen kann. Krass, wusste ich gar nicht. Okay. Geil, geil. Finde ich auf jeden Fall geil. War jetzt gerade ein bisschen verwirrend zu wissen, wo das ist. Aber okay. So. Mal kurz 200 davon gecraftet. Ah, 400 sogar. Heftig. Okay. Dann gehen wir mal kurz hier hin wieder zurück. Und werden dann mal kurz hier die Sachen wieder verbauen sofort. Aber nur natürlich hier auf der Ebene. Ich würde sogar vielleicht noch hier unten drunter. Mal gucken. Ja, mal gucken. Also ich fände es geil, wenn man noch was machen könnte. Anscheinend greift der Bot gerade nicht so schnell ein beim Spam.
Ja, genau. Versteht ihr, ich habe was gerade gelesen. Wo ist das ganze Geld hin? Das wurde gewiped out, aber nur das Geld, was wirklich. Also, ja, beim Geld kann man jetzt nicht genau sagen, aber bei den Items auf jeden Fall, die gedupt wurden. Das haben die ganze Zeit getrackt und so. Wie ist der Code in der Roblox-Gruppe? Kann ich dir einen Rage. Kann ich dir einen Rageblade droppen? Am besten in die Kisten, wenn die nicht voll sind. Also am besten aufpassen, dass sie nicht voll sind. So, jetzt muss ich natürlich wieder hier die Qual, der Qual. Und das wieder hier irgendwo hinbauen. Und wie die Leute jetzt nicht im Weg stehen, dann könnte ich da auch mehr bauen. So. Steht ja nur noch Herr Holger da im Weg. Was war das jetzt? So schön, wie die verschwunden waren, kann man gar nicht sehen, Alter. Ich sehe es einfach nicht, ne? Die sind alle im Weg einfach. Wie gesagt, deswegen, wenn ihr mir sowas spenden wollt, ihr seht es gerade, wie es gerade ausläuft, wenn man mir spenden will und, wie gesagt, zu viele Leute im Weg sind. Versucht's gar nichts, macht's am besten in die Kiste sofort rein. Weil ihr seht ja, was passiert. So. Musik irgendwie ganz anders aggressiv auf dem Level. Aber passt schon. So. Dann gucken wir mal. Ich will hier. Obala. Ich will hier so einen leichten Tunnel haben. Leichten Ausguck haben. Ist die Frage, bauen wir jetzt da so ein stumpfes, wirklich Mini-Dach drüber oder. Also eigentlich reicht mir eine Etage schon da, weil die muss jetzt. Das ist eine Mauer, das muss jetzt nicht groß sein. Deswegen. Zack, einmal kurz hier hoch. Das heißt, wir machen einmal. Zack, 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 zack. Zack. Und dann würde ich sagen. Einmal so. Einmal so. Und dann bauen wir hier so einen kleinen Turm hin. Das heißt, also ich würde das jetzt noch hier ein bisschen abdecken. Das heißt, wir müssen jetzt auch noch unten da gleich eingreifen. Aber das wird ja schon passen. Ja. Kannst du Fließbänder an die Donator-Chest machen, damit die Items nicht daneben fallen? Sind da nicht so Fließbänder dran sogar? Oder war das nur bei der einen Kiste? Dann lass mich da nochmal kurz abchecken. Ne, doch, hier sind Fließbänder dran. Da, das sind die Fließbänder. Oh Mann. Das hier sind die Fließbänder und dann kommt die Chest. Also da ist ein Fließband dran. Also das ist schon alles vorgedacht. Schon alles vorgedacht. So. Ich denke sogar nach, auf eventuell das Feld in die Burg da reinzukriegen irgendwie. Oder vielleicht um die Burg. Das ist auch natürlich geil. Aber ich warte auf die Wasserblöcke noch, die ja bald, die schon geleakt wurden. Aber man weiß, was man damit noch lustig anfangen kann, ne? Man weiß ja nichts. Deswegen. Bin mal gespannt. Können wir beide Tower of Hell 1 gegen 1 machen? Können wir leider nicht. Sonst will jeder nach 1 gegen 1 tragen. Und das wird bisschen viel. Das wird bisschen sehr viel. So, haben Türen. Ne, Türen haben nicht. Ne, haben sie nicht, okay. Ich wollte gucken. Warte, wo war das denn? Achso, war die verkehrte Werkbank. Das ist die Werkbank hier. Mich würde mal interessieren, was für eine Beleuchtung die abgeben. Das würde mich interessieren. Oder auch hier diese Sternsachen, die alles aus Gold ist natürlich, ne? Pink Lounge Chair. Pink Wool. Oh, okay. Mhm. Den Iron Fans. Den könnte man mal craften, 5 Stück von. Was können wir noch mitnehmen zum Testen für den Bauen? Das sind die alten Sachen noch. Also ich würde sagen, was ist das denn? Was? Ach so. Wie? Ist das so ein Lüfter? Warte mal kurz. Also ich habe es mir nur kurz bis angeguckt, aber ist das so ein Propeller, so ein Lüfter? Warte mal kurz. Hier sind auch die Iron Fans auf jeden Fall. Jetzt muss ich nur wissen, wo die anderen Sachen sind. Wo ist dieser Propeller jetzt hin? Da. Ist das ein Ceiling Van? Ist halt wirklich, ne? Ha! Geil! Wäre noch geil natürlich, wenn das Teil sich drehen würde, ne? Aber, ja moin, man kennt ihn. So, können wir wieder sofort die abbauen. Sieht da grausam aus drauf. Ist das
Wie komme ich rein? Ganz einfach über den üblichen Join-Code. Und dann kommt schon rein. So, ich will mal kurz jetzt hier das Teil fertig kriegen. Das heißt, 1, 2, 3. Und hier ist dann der Turm nicht zu Ende. Oder? Nee, doch nicht. Ah, null. Warte. Oh, so. Und jetzt, warte. Wow. Und jetzt bauen wir den Turm einfach hier zu Ende. So. Bumm. Ja, gut. Das sieht jetzt im Eingang so, ich glaube, sehr. Ja, das müssen wir irgendwie ändern. Das sieht sehr kacke aus, aber. Ich baue es erstmal so. Ich baue es erstmal so und dann kann ich noch ändern. Aber ich will mal was hier, wie gesagt, gerissen bekommen in dem Game und nicht andauernd irgendwo hinlatschen von A nach B und nichts hinkriegen. Wie eigentlich für die in einem Stream. So. Dann. Wow. Gott. Komm ich ja gar nicht hoch. So. Vielleicht kann man das, wenn man nochmal einen breiter macht. Und dann einen breiter, also hier noch mehr in die Richtung. Dass man nochmal hier dann einen Dreierweg hat. Aber dafür dann hier so ein Eingang, der zu ist. Das kann man machen. Man kann diese Iron Fans eigentlich. Boah, sind die riesig. Junge! Alter! Warte mal. Kann ich? Nee, ne? Nee, das sieht kacke aus. Das können wir machen. Zack. Aber wir können. Ich würde ja gerne mal Kopf überdrehen. Dann wäre das für das Tor mega geil. Aber das geht leider nicht. Das ist doof. Das ist ein bisschen doof. Ich habe meine Insel resettet und habe alles mitgenommen. Aber jetzt ist alles weg. Ja, das haben sie auch gefixt. Das ist aber nur heimlich. Also so im Hintergrund gefixt, sagen wir zu. Das haben sie jetzt nicht großartig verkündet. Nämlich, dass auch wenn man sich resettet, dass man auch jetzt wirklich alles verliert. Das heißt, man braucht rein logischerweise einen zweiten Account oder einen Freund, der das halt kurzfristig lagert und dann kann man das mit wieder kriegen, den Stuff. So, jetzt mal kurz gucken. Da. Ah, guck mal, perfekt. Profi. So. Ja, würde ich sagen, dann machen wir das so. Das heißt, wir reißen den Abteil hier ab und bauen dann den, oder verknüpfen den dann hier mit dem Eingang. Das heißt, wir nehmen jetzt hier mal Stone, packen die Blumen weg und mixen das mal ein bisschen. So. So und so. Und hier kommt dann der gewöhnliche Stein drauf. Ah, wohl ein paar Lücken können wir lassen für den gekrüsselten Stein. Oh, nicht. Das hier auch noch, stimmt. Gekrüsselter Stein, oder dieser Stein halt, der hier kaputt ist, so. Den fällt mir noch. Wenn es das noch geben würde, das wäre, glaube ich, richtig geil. So, da steht wieder einer weg. Das heißt, wir müssen hier wieder erstmal Hand annehmen. So. Und so und so. Perfekt, dann kommt nochmal hier der. Nein, da geht's jetzt nicht rein. Der gerüstete Stein raus. So. Darf ich an die Wand wegen dem Rage-Bad-Schwert. Ist das schon drin? Liegt das schon in der Kiste? Mal gucken. Liegt das in der Kiste? Hier ist die Potion und die. Die Teppiche. Ui. Hier, Player, Pixel Player hat gesehen, einen Pink Sticky Gear gerade gespendet. Das ist, glaube ich, hier drin, ne? Ja, genau. Ehre, Alter. Ehre. Erstmal direkt an die Wand pinnen, gleich sofort. Also, ich sehe keinen Rage-Play. Ich weiß nur, einer hat irgendeine Steam hier reingepfeffert. Kein Plan, wer das auch war, aber trotzdem, krass. Ehre. Aber ich will mal kurz hier Dings dran packen. Birch haben wir nicht mehr. Okay, oder vielleicht wird es als Sign erstmal. Ja, okay, erst Sign, dann Birch, warum auch immer. Was ist das ein Hedgehog-Sign? Oh, Leute, es hat wirklich. So, das war jetzt Pixel Player Gun. Pixel Player Gun. Da, zack. Danke, Roblox. Was könnte hier der Fehler sein? Pixel Player. Das?
Hä? Also, das Tech-System von Roblox verstehe ich echt nicht manchmal. Pixel Player Gun. Oh Mann. Also, wenn es eins wirklich in Roblox gibt, was mich wirklich sehr, sehr nervt, ist auf jeden Fall die Sicherheit auf Roblox, also bezüglich Accounts und das Tag-System. Ich weiß jetzt nicht, warum der jetzt hier anfängt, das wieder zu taggen. Ich versuch's mit einer 1. Nee, das hat auch nicht funktioniert. Ja, ich glaube, ich muss es sehr krass abkürzen. Pixel Play. So. Okay. Kann das sein, dass das Pixel getaggt wird? P. Play. Obwohl, wir nochmal Player Gun. Wir suchen mal Player Gun. Da. Okay. Leider muss ich dann Pixel aus dem Namen rausnehmen, weil Roblox mag es anscheinend sehr gar nicht, dass Pixel vorkommen. Deswegen nur Player Gun. Pack mir das so rein. So. Im Berg. Okay. Mal kurz am Berg gucken. Nochmal kurz hier die Bienen, die aber irgendwie gar nichts machen, weil ich gefühlt die ganzen Bienen ausgerottet habe. Anscheinend sieht es aus immer auf meinem Place. Ja gut, dann gibt es gerade keine Bienen mehr für mich. Dann gucken wir mal, im Berg, sagt er. Im Bunker. Ah, oh, oh. Spinat, okay, ja, dann müsst ihr halt nur noch wissen, wie du halt in Minecraft sei schon. Ja, moin. Wie du hier heißt, dann kann ich dich auch an die Wand knallen. Das heißt, dann schreib's am besten hier in den YouTube-Chat rein. In den Stream-Chat. So. Oder war das Hell Holger? Ist das Hell Holgern? Der das reingepackt hat? Ich glaube, das müsste... Ah, ich warte auf dem Chat. Wie ist der Code für deine Insel? Alles in der Roblox-Gruppe. Einfach der Roblox-Gruppe joinen. Und dann kannst du schon mit dabei sein und kannst den Code finden. So, warum liegt mein Schaff eigentlich überhaupt hier? So nah an der Kante überhaupt eigentlich. Finde ich gar nicht cool. Aber okay. So, wir müssen jetzt mal kurz hier einmal rüberkommen. Das heißt, wir nehmen mal kurz... Hoppala. Farming Level... Also, wir sind schon Farming Level 60, oder? Was auch immer ich jetzt Farming Level... Ach, schon für die... Wegen der Starfruit Farm, die am Laufen ist. Wegen der Starfruit Farm locker, die am Laufen ist. Ohne Plus... Ohne Plus? Hä? Achso, das ist Gucci. Gucci war das. Ja, okay. Dann versuchen wir mal Gucci hinzuschreiben. Ich bezweifle eher, dass das jetzt an die Wand passt. Oder ob das irgendwie taggen wird wieder. Aber ich werde mal gucken, dass ich das da dran kriege. Na komm. So. Gucken wir mal. Schaffen wir hier Gucci in die Wand zu kriegen? Und warum fehlt ein Block? Ich frage einfach nicht. Gucci besonders heim. Gucci unterstrich Achso, Besonnenheimer. Ich sag mal Besondersheim, warum immer. Lul. So, Besonnenheimer. Ja gut, das sieht ein bisschen doof aus. Aber wir lassen es bei dem. Und? Ha, wurde natürlich wieder getaggt. Man kennt Roblox, ich kenne es. Und ich liebe es. Da machen wir nur Besonnenheimer, mal gucken, ob das geht. Weil ich glaube, die taggen wieder das Gucci da drin. Nein. Wir versuchen mal mit dem Plus vielleicht. Vielleicht geht's dann. Plus. Mal gucken. Ah. Wäre lustig gewesen, wenn das funktionieren würde. Wie kann man das machen? Wie kann man das machen? Ohne dass, oh, ich bin rausgetappt. Das ist natürlich das abgebrochen. Wie kann man das machen, dass es nicht getaggt wird? Vielleicht so? Copy-Paste? Nee. Ich würde gerne wissen, warum das jetzt getaggt wird, aber... Ey, das geht ja gar nicht, ne? Können wir nur Gucci hinschreiben? Gucci, einfach Gucci unterstrich. Okay, wir belassen es jetzt bei dem, weil einer ist Roblox anscheinend nicht. Bensonheimer, das ist viel zu krass für Roblox. Also, tut mir leid, dass es leider nicht geht, aber beschwere ich bei Roblox an der Stelle.
So, boah, das sieht doch so. Stell dir mal so ein Dach hier noch drauf vor. So ein richtig stumpfes Dach. Das sieht richtig geil aus, Alter. Das sieht richtig geil aus. Ja, wie gesagt, ich hab jetzt nur Gucci reingeschrieben. Das müsste eigentlich reichen. So, also anders kannst du leider nicht machen. Weil, Roblox meint, nö, gar keinen Bock. Also lassen wir es. So. Können wir jetzt hier noch eine Stone Slab drauf pocken? Hör mal. Bum, bam. Bum, bam, 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 bum. Und dann brauchen wir nochmal eine neue Slab. Zack. Und. Warte. Bum, bam, bum, bam. Nein! Oh. Okay, verdreht. So, jetzt ist es aber richtig. Ja, wenn jetzt alle. Wenn ihr jetzt nicht im Weg stehen könntet, wäre das geil. Würde ich fühlen. Das heißt, Game Master, wenn du im Stream drin bist, einmal kurz bitte rutschen. Ah, geschrieben, okay. Perfekt. So. Jetzt könnt ihr wieder im Weg stehen, da in der Ecke. Oh. So. Ah, ich bin doof. Ich habe ja nicht die Deutschen drin hier, so, warte. Wood. Danke. So. Ne, das sind. Hä? Warte mal, Planks? Heißt nicht. Also, wie das manchmal hier gemacht ist, Pine Planks oder Wood. Das ist komisch. So. Nein. Oh. Zack. Und zack. So, das heißt, wir könnten rein logischerweise hier unten eine Stütze bauen. Die würde ich dann folgendermaßen bauen. Mit einer Treppe. Oh, das. Dieses Inventar leckt so hart manchmal. Stairs. So, wir gehen mal kurz hier uns mal ein paar Stairs. Mal gucken. Nehmen wir mal erstmal die Pine Stairs. Mal gucken, wie aussehen tun die tun. So. So. Ja, keine Stairs mehr. Auch geil. Ja, doch, das kann gut aussehen. Warte mal kurz. Wir gehen mal kurz wieder zurück zur Dings. Wieder zurück zur Workbank. Dann klicken wir hier auf Blocks da drauf. Ach man. Also das ist ja eigentlich manchmal immer rausklickt und man da kurz daneben klickt, ist auch ein bisschen nervig. Also mal Blocks, Stairs. Dann machen wir mal wieder 100 davon. Dann haben wir noch 200 wieder separat auf Lager. Ein paar zerquetschte. So. Durch. Hallo. Danke. So. Oh. So. Das sieht. Nein. Oh. Ich hätte mir eine Flagge eigentlich hinsetzen sollen, bin ich ganz ehrlich. Aber okay. Nee, Admin, du wirst nicht ignoriert, aber Spams wird automatisch vom Bot getaggt. Deswegen sehe ich die Nachricht nicht. Ja doch, das sieht gut aus. Das finde ich, das kann man sich geben. So. Dann würde ich sagen, einmal kurz hier und dann hier und dann hier und dann hier und bumm. Schon haben wir doch schon eine schöne Burg. So. Dann würde ich sagen, bauen wir hier danach einen Leiter hin. Aber das sieht an sich, finde ich, das sieht schon nice aus. Da haben wir schon, auch wenn wir heute angefangen haben, schon viel geschafft. Da kann man die Tiere halt hier hinterstecken. Das heißt, an der Wand so festhalten. Das heißt, wir bauen das hier ab. Einmal kurz bitte hoch, Spiel. Danke. Und bauen das nochmal hier ab. So. Einmal kurz hier hoch. Danke. So. Dann gucken wir jetzt. Hallihallöchen. Hallo, Pinguin. Und hallo Creeper. So, wir werden das, wie gesagt, folgendermaßen. Ich glaube, ich tendiere auf ein Spitzdach zu. Also halt ein rundes Spitzdach. Wir müssen das jetzt nur noch. Ich glaube, hier sitzt der Block. Genau. Und einmal hier. Und hier. Dann hier. Dann hier. Packen wir hier noch einen Block drauf, wofür wir den auch brauchen. Aber ich glaube, es sieht dann besser aus. Ja.
Und dann würde ich jetzt hier oben, wenn ich da hochkommen könnte, was ich nicht kann, werde ich da jetzt ein Spitzdach draufbauen. So. Also gut, wenn alle jetzt am Weg stehen, kann man natürlich schlecht placen. So. Dann, gucken wir mal, da fliegen die Bienchen rum. Ich würde das so machen, wir nehmen mal hier, also machen uns erstmal hier nochmal einen komplett drumherum. Ungefähr so. Okay, ich muss kurz das Bambus weichen. So. Dann holen wir uns nochmal eine Flag. Und jetzt ist irgendwie Start Flag oder Start Obby Flag. Start heißt die, okay. So. Das heißt, die bauen wir hier hin. Laden schon kurz rein. Perfekt, so. Dann, was nehmen wir denn für Blöcke? Ich würde auf Blue Clay tendieren, weil das eigentlich, glaube ich, ganz geil aussehen würde. Aber, da ich ja Pharos bin mit dem orangenen Skin, würde ich sagen, machen wir einfach den aus orangenen Clay, auch wenn wir davon wenig haben, aber ich würde es versuchen. Vorhin habe ich die ganze Zeit versucht, dass Pharos meine Nachricht liest, aber hatte er nie. Ja, wie gesagt, wenn das halt vom Bot halt rausgefiltert wird durch Spam, dann ist es natürlich klar, dass ich es nicht lesen werde, weil ich es nicht sehe. So. Dann bauen wir mal kurz hier. Okay. Warum das, jetzt geht's anscheinend. So. Bauen wir kurz hier rum. Ich hoffe, ich habe noch orangene Blumen eventuell. Ich müsste mich mal mit der ganzen Blumenzüchterei mal auseinandersetzen, dass ich mal orangene Blumen halt nicht mal züchten könnte. So. Und ich glaube, wenn wir die Wasserblöcke haben und ich habe noch hier genug Platz auf meiner Insel, dann werden wir den Leuchtturm richtig schön mit Details bauen. So, mal gucken. Sieht das kacke aus oder sieht das kacke aus? Dann gehen wir kurz hier runter. Oh Mann. Es sieht sehr kacke aus. Eigentlich weiß nicht, was ihr gerade im Chat dazu schreibt, aber ihr könnt mal kurz im Chat schreiben, was ihr da zu, ja, was ihr dazu, wie ihr es findet. Also jetzt, vielleicht sieht es jetzt erst kacke aus und besser sieht es besser aus, aber ich weiß nicht, es sieht irgendwie gerade sehr, sehr, sehr komisch aus. Es sieht gerade mega komisch aus. Wir setzen mal den ganzen Hasen ein bisschen mehr in die Mitte. Das heißt, wir bauen das mal hier ab. So. Und so. Weil das sah mir gerade ein bisschen sehr dick aus vom Weiten her. Deswegen habe ich nicht jetzt so krass gefühlt. So, wir sind nochmal. Also wir bauen nochmal hier drauf. Oh, Allah, schon wieder geht's los, Alter. Bauen wir hier drauf. Und falls das mir nicht passt, hier unten werden wir die Slabs einfach damit Stone-Sachen replacen. Deswegen, ja. So. Oh, wie es leckt. Aber wie gesagt, dass das geilste Game aller Zeiten ist. So. Einmal so. So. Und so. So, so, so. So. So, so, so. Und so. Wir wollen natürlich ein richtiges spitziges Dach hier haben, deswegen. So. Dann machen wir hier erstmal Erde drunter. Und bauen das dann hier hoch. Oh, hoppala. Aber mir geht gerade hier der orangene Clay aus. Ne, mir geht der orangene Clay aus. Mal gucken, wie sieht es eigentlich vom Weiten aus? Sieht's. Hoppala.
Sieht's doof oder sieht's affengeil aus? Es sieht grottig aus. Es sieht grottig aus. Sie müssen das doch mit den Stone Slabs jetzt umbauen. So. Dann machen wir nur 3 hin, um das bisschen mehr abzurunden. Das heißt, alles kommt ab. So, einmal hier noch. Dann einmal hier noch. Also ich habe das Gefühl, wenn das mit dem Spitzdach jetzt nicht so geil aussehen wird, dann wird es irgendwie aussehen wie in Russland die Gebäude da. Ich weiß jetzt nicht, wie das heißt, aber dieser Baustil halt, ne? Dann kann ich mir gut vorstellen, dass das danach so aussehen wird. Aber naja. So. Darf ich dir was für die Wand geben, heiße Ingame, Herr Holger? Ja, kann man gleich machen. Das ist das schlimmste Dach überhaupt. Ja, das wird noch, das wird noch. Bis Verzierung hier, da und dann passt das schon. Frage, hast du genug blaue Blöcke, Bricks? Wenn nicht, dann habe ich genug. Ich bräuchte Orangen. Also muss man mal gucken. Die Frage ist, habe ich Orange Flowers? Orange, ich hätte welche sogar. Die Frage ist. Ja, aber ich muss sie einfach nur pflanzen. Warte mal kurz, ich bin doof. Ich muss sie da pflanzen, wo sie nicht mit anderen Blumen kollidieren könnten. Das heißt, wir machen einfach. Als Beispiel jetzt noch kurz mal hier hin. So. Jetzt warten wir, bis die Teile reif sind und dann pflücken wir sie einfach. Easy. Ja. Das ist der Plan. Dann hier die Nachricht von vorhin voraus. Kannst mich grüßen? Ich heiße Enrique. Ich grüße Enrique, hallo! Ja, das ist ein bisschen doof. Ne, ich brauche ja diesen orangenen, glaube ich, das ist auch Clay, glaube ich. Den bräuchte ich dafür. Und dann könnte ich das Dach vollenden. Wir haben ja leider auch nicht hier Red Clay und Yellow Clay. Deswegen müssen wir fragen. Müssen wir warten, bis das fertig ist. Das heißt an sich, wir könnten jetzt die Fläche weiter ausbauen. Das ist dann ungefähr in einem Kreis endet irgendwann. Die Frage ist nur wie. Ich glaube, ich muss mal kurz die Bienen erlösen. Weil diese Bienen, seitdem ich den Baum da einen abgebaut habe, ist hier keine Biene mehr an dem Feld. Die sind alle weg. Das heißt, ich werde mal kurz hier den Holz. Okay, nein, nicht mit der. Den aller echten Holzfäller kurz hier spielen. So. War das jetzt ein. War das ein Maple Tree? Ich glaube schon. Nee, oder? War das ein Maple Tree? Maple. Das ist jetzt ein anderer Tree, aber das ist ein Maple Tree, das hab ich jetzt nicht gedacht. Das ist hier ein Hitchhiky Tree. Den bauen wir mal kurz ab. Weil vielleicht hilft das den Bienen wieder mal auf ihren Trip zurückzukommen. Und sich eventuell mal woanders hinzusetzen. So, dann nehmen wir kurz hier die Sachen für die Tierchen. Wo sind die Tierchen? Hallo, ein Schaf. Das ist doch locker ein Apfel, ne? Genau. Und da ist noch eine Kuh. Niemand Mu. Und die will auch ein Apfel.
Aber ich glaube, das wird alles hier reinpacken wieder. Ah, flennt aber ganz schön schnell raus, muss man sagen. So. Jetzt denkt nach. Da kommt das Schaf, jetzt glaube ich, gerade laufen. Da wartet jemand im Bunker. Okay. Ich kann dir gerne Blumenunterricht geben im Discord. Ja, kann man mal später machen. Wenn ich Zeit dafür habe. Kann ich dir ein Kaktusschwert droppen? Ich heiße in dem Game Voluc39. Kannst du machen. Am besten pack, wenn ich dann... Komm, am besten hier zur Spendenkisten-Ecke. Weil ich auch sehe, dass du das dann auch gedroppt hast. In der Zeit machen wir mal kurz die Kiste leer. Alter, Schafseier. Oh, war das... Nee, das sind Kuh-Eier waren das. Bin dann gespannt, also wenn ich das richtig verstanden habe, nächsten Freitag anscheinend, wie es aussieht, oder diesen Freitag, nee, macht ja keinen Sinn, nächsten Freitag dann, schätze ich mal, wird ein fettes Update kommen. Ah ja, okay, jetzt sehe ich ihn. Ja, dann hau rein, die KG da. Ja, okay, hat so funktioniert, aber ich weiß ja jetzt, dass du es mir gegeben hast, also kommst du auch an die allerechte Ehrenwand. Machen wir kurz fertig. So. Und so. Und das war jetzt der, wie ich ihn finden kann. Wie ist der nochmal in-game? Wo hast du ihn jetzt gesehen? Im Bunker wartet einer. Ah ja, hier. Gefunden. Zack, und wird's getaggt? Nein, wird diesmal nicht getaggt. Ehre. So. Maren Ahmad Fan sagt, warum ignorierst du mich so? Wo habe ich dich ignoriert? Du hast kaum was geschrieben, Alter. Da oben sehe ich. Redest du über DC heute nach dem Stream wieder mit Zuschauern? Also wie gesagt, erstmal zu den Sachen mit ignorieren. Ignorieren tue ich halt keinen, aber das Ding ist halt, bei so vielen Leuten, weil ich auch nur einen Monitor habe momentan, darauf zu achten, auf den Chat, ist halt ein bisschen schwierig. Und ob ich nach dem Stream Discord komme, muss ich mal gucken. Da muss ich mal gucken. Ja, überlege ich mir. So. Dann. Haben wir das fertig? Ich hoffe mal, die Bienen nisten sich hier irgendwo wieder an. Finde ich richtig geil. Aber bis jetzt, ja. Sieht eher sehr mau aus. So, wir nehmen mal kurz hier die... Die Blumen mit. Und dann bauen wir jetzt mal hier weiter, weil ich will, heute was gerissen bekommen. So. Dann gucken wir mal. Also, ab hier würde ich sagen, beginnt dann die nächste Ebene. Wow. Ach, Cyan, wer jetzt? Eine Biene. Ich werde nicht mehr. Sagen wir mal. So. Und jetzt versuchen wir mal kurz mit den Stone Bricks die Sachen da hinzukriegen. Mann, oh, ich hasse es. So. Locke ich ihn mal nach hinten, perfekt. Er fällt schon wieder runter. 1, 2. Warte mal, wie lange ist das Teil überhaupt eigentlich? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. 5, 6. Und dann kommt hier nochmal die extra Ebene. Wir jetzt bei 7 machen erstmal so. Das heißt, wir jetzt mal 2x6 und dann gehen wir ein bisschen enger wieder. So wäre der Plan. Das heißt, wir können das schon mal einplanen. Nee, oh Mann, das macht ja keinen Sinn. Weil da ist ja. Oh Mann. Ich sehe es jetzt schon kommen, ist eine Katastrophe. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Das heißt, wir machen hier einfach hier einen hin. Dann haben wir jetzt hier die sechs. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Okay, ja, anders als sechs. Ich glaube, anders geht das nicht. So, wir haben jetzt hier sechs. Das heißt, wir müssen hier eins, zwei, drei, vier... 5. Nochmal hier, dann haben wir
Nehmen wir mal immer. Nee. Machen wir mal zwei weniger. Zwei weniger. Und hier, das haben wir jetzt hier 4 und von 6 auf 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4. Komm, gehen wir auf 5 hier. Dann zack, 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 zack. So. Ballern wieder hier. So, hoppala. Das rein, machen hier einen Zweier und dann würde ich sagen, machen wir hier dann einen Turm hin. Das heißt, das wird sehr komisch aussehen, meine Burg. Wie fast gefühlt alles in Islands bisschen. Aber wir haben es, das ist okay. So. Kannst du mal ein Video machen, wo du erklärst, wie man Blumen züchtet? Wollte ich mal machen, aber weil ich das noch nie so mich richtig befasst habe, kam das Video auch noch nie. Weil irgendwie immer gefühlt immer ein Update kam. Und dieser kommt ja immer die random Videos. Mir fällt was ein. Warte. Pink. Ah. Ja. Mist. Sieht das. Ich denke gerade nach. Das sieht aber sehr kacke aus, wenn ich nachdenke. Ich glaube, wir machen so eine richtige Standardburg einfach. Einfach die Mauer straight durchziehen. Und einfach ohne Fragen einfach straight durchziehen. Das heißt, wir machen ein paar Innen, machen wir schon in so, diese Support-Säulen hin dazu, aber an sich werden wir das dann, glaube ich, dann gerade machen, weil ich mich ganz genau kenne, hier in Islands, warum auch immer, kann ich irgendwie durch das Movement langsamer und schlechter bauen. Ich weiß nicht wieso, frag mich nicht warum. Wann machst du Inselbesichtigung? Immer 17:30. Ich glaube, ich mach's mal irgendwann hier unten als Banner hin. Aber ich gehe mal kurz. Mein Hals ist gerade wieder sehr kratzig. Ich gehe einmal kurz nochmal schnell wieder eine Wasserflasche holen. Wäre natürlich klüger gewesen, das vorm Stream zu machen. Aber ich hole sie jetzt, deswegen bis gleich und geht ganz schnell. Keine Sorge. Boah, so. Wieder ASMR-Zeit bei Fahraus. Warte. Kurz Handy weg. Warte. Oh. Geil. Wasser. So, das hier drüber. Lecker. Immer schön Wasser trinken, ne? So. Oh, so. Dann haben wir das jetzt auch fertig. So. Warum fehlen da, Steels, oder bei der Steelmill-Ecke Smelter fehlen, ist ganz einfach. Weil, ja, die durchs Update halt weg sind. Macht Sinn, ne? Deswegen fehlen hier ein paar. Das waren die anscheinend nicht legit gemachten, ja, Smelter. Deswegen, ja. Und hier ist noch ein Bunker. Ja, wer ist ein Bunker in Down? Wer ist ein Bunker? Hä? War das sie oder wie? Wie das Buch da reingepackt hat oder wie oder was oder wo? Ich bin ein bisschen verwirrt, um ehrlich zu sein. Aber okay. Ja. Nice, ne? Oh, Alter. Wer hat denn eine Vending-Maschine reingepackt, Alter? Wer hat denn da eine Vending-Maschine reingepackt? Alter. Ah.
aber ganz schön großer Gönner hier. Auf jeden Fall. Ja. Wir haben auch Legends-Sachen gelöscht. Legends-Sachen? Also legit Items meinst du mit? Sind eigentlich meine Bienchen wieder zurück? Wo ist jetzt deren Nest hier? Die hängen hier überall rum. Da hinten fliegt eine, da fliegt eine. Irgendwie in der Pyramide fliegen voll gefühlt drei Stück, was die auch immer machen. Aber ja, ganz komisch irgendwie. Da können wir mal kurz gucken, was die Starfood Farm macht. Ob die, wie weit die voll ist. Weil ich habe die letzten Mal entleert, aber ich bin mir nicht sicher, wie weit die jetzt wieder vollgelaufen ist, weil durch einen super, super tollen Zuschauer, der Ahmad, habe ich die wieder voll bekommen. Das heißt, sie ist auf dem alten Stand. Und die ist momentan bis hierhin fast voll. Das heißt, der Rest ist aber voll, ne? Ja, okay. Okay, okay. Ja, würde ich sagen, machen wir jetzt erstmal die Ecke fertig. Also wir müssen ja nicht gezwungenerweise die ganze Burg fertig machen, aber ich würde gerne halt schon die Ecke hier fertig haben für die Viecher. Das heißt, wir werden jetzt einmal das hier fertig machen, wenn es nicht so laggen würde. Oh Mann, warum laggt das denn so krass hier? Ja gut, ja, finde ich geil auf jeden Fall, dass du mir Musikmaschinen gespendet hast, nur leider ist es ein bisschen doof, weil ich die nicht nutzen kann. Oh Mann. So. Dann. Zack. Steht im Chat. Ich habe gestern übel... Was irgendwie einen Hammer verdoppelt. Ja, moin. Ah, Ehre, lul. die Farben, das mit der Kohle, Fragezeichen. Warte. Das waren noch Zeiten. Warte, bin ich denn angesprochen oder bin ich voll verwirrt irgendwie? Ja. Es erwartet wer im Bunker und ist, das ist Herr Holger. Hä? Da war doch keiner drin. Da ist jetzt Hellholger. Boah, ich komme hier ins Loch rein. Okay. Oh, Memo, guck mal. Alter. Ah, ich glaube, das packt ein bisschen. Drei Kaktus Sword Spikes, Alter. Ich glaube, bald gibt es nicht mehr eine Hammerverlosung bei mir. Bei mir gibt es bald nur noch Cactus Spikes Verlosung. Oh, oh, oh. Ui. Alter. Was? Das war, kommt noch mehr. Orangen Clay, Alter. So, das war's, wie es aussieht. Ehre. Ist halt sogar eigentlich auf der Ehrenmannliste schon. Warte, so. Hellholger. Ich meine ihn schon drauf, nee, ist noch nicht drauf. Was? Okay. Machen wir es jetzt, ne? So, Holgan, wird ausgesprochen. Ich glaube, es ist immer Hellholger, sag ich mal. Aber gab es nicht denn Holger auch? Ich weiß es gar nicht. Junge, ich habe so viele Leute immer hier auf dem Store zu tun, das ist zu viel. Mal gucken. Ho, das funktioniert ja sogar noch. Hätte ich gedacht, okay, cool. Hunt X Hunter 99 und Laris 3000 XD. Einfach mal Ausrufezeichen mitspielen, zusammenschreiben, dann siehst du schon. Und dann weißt du,
Bescheid. So. Dann gehen wir wieder zurück. Der leckt gar nicht was aus hier. Nee, nee. Dann würde ich sagen, machen wir die Mauer erstmal fertig. Weil dann gleich nach 20 Minuten dann wieder hier wieder bewoten ist. Brick. Deswegen, ich will wenigstens die Ecke schon fertig haben. Ja, genau. So finde ich das ganz toll. Dann würde ich sagen, hier lasse ich, obwohl, wir könnten das noch verschönern. Stone Brick. Yeah, it geht, ne? it geht. Gucken wir uns mal an, wenn da angeblich cooles Zeug drin sein soll. Ja. Okay, Tomatenseeds. Nichts. Neue Tomatenseeds und noch mehr Schallplatten. Kann man nie genug haben von. Oh, was ist das denn hier? Alter, Buffalo Crystal. Oh, Junge. Alter. Ehre, Alter. Sein halbes wertvolles Inventar geplündert, Alter. Haben wir noch einen Hitchhock? Hitchhock? Ah, guck mal. Haben wir noch einen Sign übrig hier mal. Kriegen wir sauer an die Wand, mein Junge, mal. So, gehen wir kurz hier an die Wand. So. Das war jetzt der. Der Robin. Mal gucken, ob ich das jetzt darauf kriege. Robin Finkeldei 258. Geht's? Geht. Ehre. Geht doch. So. Dann gehen wir wieder zurück. Und bauen kurz die Ecke weiter. So. Ich wäre dafür, dass ich hier, also dass wir vier freilassen und dann die anderen hier reinbauen. Ich habe den Automaten reingetan, bitte lese, ich bin Game Master. Automaten? Ach so, den Automaten. Ach so. Ja, kann ich auch noch später hinzufügen auf die Liste. Aber einmal kurz bitte hier die, kurzes fertig bauen. Weil wenn 17:30 ist, dann ist ganz genau, dann ist schon zu Ende mit Bauzeit, dann kann man nicht mehr bauen. So. Genau, dann kommt jetzt hier die Wand hin. Und wenn jetzt die Person da rutschen könnte, dann könnte man das auch dahin bauen. Ja, muss ja nur ein bisschen rutschen, dann. Siehst du? Geht doch. So, so, so. Zack. Ja. Nehmen wir nochmal einen Grasblock. Also wenn mir einer sagen will, dass hier ein Schaf irgendwann drüber kommen sollte, hier rüber und dann ist die, dann ist wirklich, dann sind die Viecher doch sehr intelligent. Aber wenn nicht, was ich mal gut hoffe, dann ja, ne? Wollen wir kurz die noch immer austesten und das hier nicht mit? Wie sieht das denn eigentlich aus, wenn das auf? Ja, doch. Sieht cool aus. Ich weiß jetzt nicht, wofür ich das nutzen sollte, aber ich sehe irgendwo einen Nutzen. Genau. Irgendwo werden wir auch schon den Nutzen dafür haben. So. Jetzt versuchen wir das Schlimmste von allem, nämlich die Tiere umzusiedeln. Weed. So, einmal die Kühe jetzt auftreiben. Kommt alle her. Das heißt, einmal hier ein Zweierloch setzen. Obwohl, aber ehrlich, ich lasse das mal hier. Ich lasse das mal hier. So, jetzt muss ich die nächste Kuh finden, wo die auch immer gerade steckt.
Weil was keiner weiß, das ist mir außerdem passiert. Ich habe, wo ich hier die inspected habe, habe ich außerdem Paula verkauft. Deswegen gibt es eigentlich rein logischerweise keine Paula mehr. Weil ich die außerdem verkauft habe. Aber ja, passiert. So. Das hat natürlich die Kuh wieder Probleme da, die Slaps unterzukommen. Mal komm. Kuh! Oh Mann. Kuh! Komm jetzt! Ich hab endlich Zeit. Ah ja, aber da kommst du hoch, oder wie? Das ist ja egal. Das juckt sie nicht hier so. So Stufen, ne? Stufen ja, aber Treppen nein. So. Ah, warte. Was? Wo ist die andere Kuh hin? Ist sie gerade gesprungen? Von der Insel gesprungen? Nein, 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 nein! Nein! Warum liegt die sich hier liegen? Oh, Alter! Nein, 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 nein! Nein, 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 böse, 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 böse Kuh. Kuh, Kuh, oh. Ja, wow. Dann machen wir es anders. Wir locken die Tiere mit Essen dahin. Das ist sehr mies, eigentlich, wenn man so nachdenkt. Aber, hoppala. Zack. Zack. Wir werden jetzt die Kuh einfach und auch die Schafe und allen Kleinkram nach da hinten verlotsen. Das heißt, wenn sie pennen wollen, gehen sie nach hinten. Wenn sie was essen wollen, gehen sie nach hinten. Und irgendwann kommt der Moment, wo alle Viecher da drüben sind, einfach nur. Und einfach hier chillen, so. Ich hoffe jetzt mal nicht, dass mir die Sachen wegessen, aber... Uff, mal, hier passt, hier ist wenig Platz. Aber das wäre schon richtig cool. So. Das heißt, hier kommt eine Kartoffel hin, um die Dings zu locken. Und hier kommt Weizen hin, um die Kühe zu locken. Das heißt, sollen sie mal irgendwann hier drüben ankommen und hoffentlich nicht runterfallen, dann... Ja. So, so, nein, ja, ja, so. Das heißt, sie können auch hier nicht runterfallen oder sollten nicht runterfallen können, weil ich kann es ja auch nicht. Das heißt, die Kühe müssten hier nicht runterfallen können. So, jetzt sind die Betten noch dran. Ich glaube, Hay-Bed heißt das, genau. Oh, so klein. Das kommt mir ein bisschen größer vor früher. So, und jetzt nochmal hier für Schaf, zwei Schafe, zwei andere Viecher, ne? Jetzt müssten wir ja eigentlich alles haben. Der Webstuhl ist ja eh noch hinten, glaube ich. Das ist ja eigentlich egal, aber ja, ne? The Last Cow Standing, ja, auf jeden Fall, ne? Hallo, Jotsu, willkommen im Stream. So, ja, wie das hier jetzt funktionieren wird, ob das vielleicht von den Bienen abhängig ist, dass sie vermehren, ich weiß nicht. Wir lassen es mal liegen. Apropos Bienen, wo sind meine Bienen? Die haben sich gar nicht erneut angepflanzt hier irgendwo, ne? Die haben so viele Bäume hier frei, aber anscheinend denken sich so, nö, kein Bock. Das ist ein bisschen doof. Das ist sehr doof. Wie machen wir das? Also ich kriege die Bienen auf jeden Fall irgendwie nicht zurück, warum auch immer. Das buggt, also... Bienen sind irgendwie sehr extrem buggy. Ich weiß nicht warum, aber die sind brutal buggy. Deswegen kann ich mit den Animal Level nicht gut mitfarmen. Weil das müssen halt so, ne, aussehen. Naja. So. Wir lassen es mal liegen. Wir nehmen mal kurz hier die Kisten noch aus wieder. Falls das drin sein sollte, aber da scheint nichts drin zu sein. Alter, der Mr. Noob hier, der Mr. Donate, der hat mir auf ganz Ehren noch eine Vending Machine gegönnt, Alter. Hab ich noch. Oh nein! Oh! Okay. Ja, wir müssen natürlich sofort an die Wand klemmen, ne? Falls es nicht wieder getaggt wird. Ah, ein Schild haben wir noch.
Mr. Donate3-TT. Mal gucken, geht das? Geht. Passt. Perfekt. Dann gehen wir wieder rüber. Ach mal, da ist schon die erste Kuh. Die erste Kuh kommt schon. Mich würde ja interessieren, ob die Kuh das rafft, wenn die da über so eine Stufe muss. Ah ne, das war ja die Kuh, die Dings hier war, ne? Die Grundrafffeind ist. Wir locken die mal. Komm. Genau. Da bleibst du auch schön drin. Jetzt können noch die anderen Viecher kurz herholen, schnell. Wo ist die andere Kuh? Da sind die Schafe da hinten. Da ist auch doch die Kuh. Da gehen die Schafe eigentlich auch auf den Heuhaufen? Auf das Heu? Nee, ne? Potato. Haben wir nur Potato? Nein, nämlich nicht. Mich will anpflanzen. Können wir aber machen. Na komm. Ich will die ganzen Tiere da drüben haben. Da darf kein Tier wieder irgendwie ausbüchsen. Oh, ey. Also die Tiere haben da echt Probleme damit, da runterzulaufen. Und anscheinend... Na komm. Perfekt. Komm hier lang. Und jetzt hier runter. Und jetzt wird die andere Kuh natürlich auch getriggert locker. Oh Mann. Ja. Och Mann, die Tiere sind so lästig einfach. Die, guck mal, die gucken dich... Oh, die gucken dich so doof an. Und dann wollen sie wir nicht. Jetzt, oh, Mann, ärgerlich. Ich krieg die nicht darüber. Ist denn jetzt zu schmal oder wie? Und muss jetzt die andere Kuh... Achso, die rennt da wieder nach hinten hin oder wie? Ja, okay. Jetzt komm. Oh, komm Kuh, komm Kuh, komm, komm. Ja, ja, ja. Oh, fein. So. Jetzt müssen wir... Können wir schon mal den Weg hier cutten. Und pflanzen schnell Potatoes an. Dass ich dir auch die Schafe da reinkriege. In den Dings oder wo? In den, Ah ja, stimmt, ich wollte hier noch hinzufügen. Genau. Dann müssen wir nochmal das Hitchhook, Shit craften. Auch sein. Birch. Ichirocke. Ah, ein paar mehr wieder. Kann man jetzt alles 100 Mal craften? Geht das denn eigentlich? Geil. Ah, gefällt mir. Das gefällt mir. Wer hieß denn nochmal in Game? Das war der Game Master, ne? Game-Master 1940. Geht das? Geht, pass und sitzt. Easy. So. Hey, alle liken sofort. Es sind keine 40 Likes. Das geht nicht. Genau, das geht nicht. Immer schön liken. Kann man joinen? Ja, ganz einfach über den Code. Da kann man ganz einfach rüber joinen. Wissen nur noch, wann auf die Kartoffeln. Und dann könnten wir rein logischerweise das dann komplett abschließen. So. Immer hier schön den Brokkoli, nicht Brokkoli, den Spinat. Spinat war das, ja. Den Spinat immer schön ansammeln, ne? So, mal kurz hier rüber gucken, wie die sich die Kühe fühlen. Hallo, hallo. Hä? Hä? Wieso ist nur eine Kuh hier? Hä? Kuh? Ist die eine wieder runtergefallen? Warte, hier ist das Schaf. Hä, die ist wirklich runtergefallen. Och, Mann, ey. Ach, diese Tiere sind so doof. Die sind so blöd, sind die einfach nur. Die fallen dann dauernd runter. Wie soll ich die sonst erhalten? Also ich könnte eigentlich vorhin noch mal, ich hab doch hier, warte mal. Wir haben noch 8 Schafspawn-Eier und 102 Kuh-Spawn-Eier. Machen wir mal vorhin das. Wir nehmen einfach jetzt hier uns das Animal Wellbeing Kit. Klicken auf dieses Vieh. Und verkaufen es einfach. Zack. Und damit leveln wir sich gerade extremst krass.
Das heißt, es macht eigentlich Sinn, die Tiere zu leveln und dann zu verkaufen, weil man die so am meisten dann kriegen könnte, also halt von der XP her. Aber ich habe erst gedacht so, Geld, das wird sich locker nicht lohnen. Fans. Nee, das ist nicht der Fans, das ist der... Was ist denn? Hä? Das ist doch ein Fans, oder nicht? Ah, mit E, der Mathe, der Englischprofi wieder hier. Mathe, ja moin. Englischprofi am Start, so, warte. Was ist denn mit der Kuh? Extra Gift. Na, das hört sich gut an. Ich lass es mal und jetzt bauen wir kurz hier ein paar neue Viecher. Das Inventar ist leck zu hart, ne? Wie viel können wir denn jetzt eigentlich mitnehmen? Animal Husband. War da nicht nochmal was wieder Neues? Genau, hier sind wir jetzt. Das heißt, wir können nochmal ein extra Vieh auf die Insel packen. Und ab Level 36 kommt dann die andere Sache. Ja, warte. Warte, ist die Kuh da. Oh, Mann. Wie willst du denn die Kühe denn hier halten, wenn die andauernd hier über den Zaun springen? Wofür baust du einen Zaun eigentlich, wenn die Tiere die doch eh wieder abhauen? Oh. Zu viele Tiere, oder wie? Ja, gut. Dann warten wir einfach mal. Aber wir können... Na komm, dann verkaufen wir die Kuh hier einfach. Ich weiß nicht, ob diese Sachen, was diese Texte, was die da haben, ob das irgendwas bringt. Ja, jetzt erstmal was. Aber, ich steht hier, this cow is friendly. They will bring you extra gifts. Ja gut. Ah, komm. Um ein bisschen hier XP zu farmen. Packen wir noch sofort hier ein Schaf hin. Das haben wir die ausgeglichene Menge. Zwei Kühe, zwei Schafe. Besser geht's doch gar nicht. Den kann nach. Den kann ich eh nicht abziehen, ne? Genau, die Tiere kann ich jetzt eh nicht irgendwie. Warum haben die eigentlich Wolle verloren? Hier ist ja nichts dran an dem Teil. Komisch. Wann ist das Giveaway? Das dauert noch. Kann ich was geben im Bunker? Ja, kann man machen. Ich lese gerade noch durch. Hallo Faust, ich will dir gerne einen Buffalo Crystal geben. Ja, machen wir alles jetzt nacheinander. Wir gehen jetzt noch kurz im Bunker. So, das ist Fabio. Dann, Alter. Junge. Alter. Ah, der Loli Kiste ist voll, deswegen. Oh, Memo, guck mal. Ui. Mal gucken, ob da noch was kommt von Fabio oder ob das ist was. War es das oder war es das nicht? Ich glaube, es schreibt gerade. Ah, anscheinend war es das. Weil es sich bewegt hat. Okay. Dann, Oh, sieh an, Alter. Ist das schon... Wer ist das? Pixel Player Gun. Okay, ich weiß nicht, ob der schon an der Wand ist, aber wenn nicht, dann packe ich ihn jetzt an die Wand. Aber kurz hier durch den Bunker, packe ich noch kurz schnell an die Wand. Pixel Player Gun, der müsste doch drauf. War letztens. Ah, doch, der war ja schon drauf, der Player Gun, genau. Höller, Gold. Alter. Also am besten bei so welchen Sachen, bei vielen Sachen, immer am besten dann in die große Kiste packen, wenn es halt ein einziges Item ist. Aber wenn voll ist, Bescheid sagen am besten, dann leere ich die kurz schnell. Alter, wir haben hier schon eine... Fill with bucket to milk cows. Hä? Wie jetzt? Ich muss jetzt einfach nur diese Maschine bei den Kühen hinstellen und das reicht dann schon, oder wie? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Hä? Ey! Ah, also es kommt dadurch... Okay, warte mal kurz. Industrie-Chest. Oder heißt das, wenn ich das richtig verstanden habe, dass dann...
wenn die Kuh fertig ist, dass die Maschine irgendwie aus dem Nichts die Kuh einfach abzapft, oder wie? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Insel bewerten, stimmt, es ist 17:30. Ja, machen wir das jetzt kurz. Also wie gesagt, schreibt mir in den Chat, was oder wie das funktionieren soll. Ich sehe halt diese Abzapfmaschine für die Euter der Kühe, aber ja. Oh, ich werde es einfach sehen. Genau. So, dann würde ich sagen, dann machen wir jetzt Insel bewerten. Das heißt, ich werde jetzt kurz einmal den VIP-Server anschmeißen. Das heißt, wir gehen kurz rüber. Server. Wir gehen schon mal rein. Ich hoffe, das wird gleich funktionieren. Wenn nicht, dann nicht. So, schauen wir kurz mal in den VIP-Server rein. Wie gesagt, den Link wird es dann gleich in der Roblox-Gruppe geben. Deswegen auf jeden Fall schon mal der Roblox-Gruppe beitreten. Das ist nur ein Klick entfernt. Egal, zwei. Und dann seid ihr schon in der Roblox-Gruppe drin. Und, ja, genau. So. Da sind wir auch schon. Hallo. Und jetzt werden wir... wo ist die Kuh jetzt schon wieder? Hier! Hä? Die war doch gerade... Ah, ich frage aber nicht. Ich frage aber nicht wie den König. Ich muss sie erstmal richtig fett einsperren. Wir werden jetzt hier mal kurz den Link mir raus... suchen und ihn dann inserten in die Gruppe und dann könnt ihr gleich schon hinterher joinen. So, nutzen wir den Link hier einfach mal gucken, geht der? Ach, geht, perfekt. Somit ist der Link schon drin in der Roblox-Gruppe, das heißt einmal in der Roblox-Gruppe vorbeigucken, da ist der Link drin, genau. So. Ja, dann warten wir mal kurz. Da kommt schon der Erste rein. Guck mal. Immer aktiv hier. So, warten wir mal kurz, bis dann auch alle drin sind. In der Zeit, wo wir dann warten. Warten wir. Ja, genau. Und, ja. So. Wie viele Kühe sind noch hier? Ist die Frage. So, das Schaf ist aber weg. Oh, Mann. Ich glaube, ein bisschen hart. Genau, jetzt geht's. Gebt mir euer XP. Und dann warten wir mal. Wie gesagt, kurze Eigensache und Eigenwerbung. Wie gesagt, in meinem Job ist momentan, wie gesagt, noch bis zum, ich glaube, nächsten Sonntag, genau, bis zum nächsten Sonntag ist noch die goldene Pharos Collection. Das heißt, wenn ihr noch nicht die goldene Pharos Collection habt aus meinem Shop, aus meinem Pharos Team Shop, dann einfach zuschlagen, denn wie gesagt, diesen Merch wird das nie wieder mehr gehen. Das heißt, wenn ihr einer von den 2000 Abonnenten sein wollt, dann auf jeden Fall euch diesen Merch gönnen, denn dann könnt ihr damit flexen, dass ihr einer von den 2000 Abonnenten seid und ja, Supporter an erster Stelle wart. Genau. So. Und jetzt warten wir mal kurz. Bis hier wirklich der ganze Server, der läuft gerade ein bisschen voll, glaube ich, gerade. Mal gucken. Und dann gucken wir uns mal den Hasen mal hier an. So, ist das Server jetzt voll? Ja, der Server ist voll. Jetzt muss ich nur noch eingeladen werden und dann könnten wir schon loslegen. Aber so weit sieht es aus, dass ich angeladen bin. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal zum Der Creeper. War das, glaube ich, genau? Ja, genau, Der Creeper. Kommt mal an. Ja, hat auf jeden Fall hier schon mal eine echt, wie gesagt, nice Design. Ich glaube, der war jetzt nicht so lange wieder aktiv, aber jetzt ist er zurückgekommen, anscheinend, wie es aussieht. Hier ist auf jeden Fall ein Shop, der sieht ein bisschen obwohl. Nee, sieht doch nicht aus. Aber. Der hat da hinten was gebaut. Ich schätze mal, hier gibt es jetzt nicht viel zu sehen, weil, wie gesagt, hier nicht viel ist. Aber da ist ein Schild, da will ich mal kurz gucken. Stall, okay. Was sind da für Schilder? Sheep Cow. Okay. Und da unten sehe ich schon die gigantische Farm. Die hier runter geht. So. Und was ist hier drin? Ah. Oh. Guck mal. Oh. Alla. Ofen. Washing Station.
Alter, krass. Eine allerechte Washing Station. Das ist aber, glaube ich, hier das sind verschiedene Farmen, die hier aufeinandertreffen. Und das Lager. Oh mein Gott. Pflanzen. Geile Pflanzen auf jeden Fall. Baublöcke. Geile Baublöcke. Metall. Oh, also Creeper. Voll geile Metalle hier, hör mal. Krass, krass. Chillig. Das ist krass. Hab 50 kann ich mal lesen, naja. Habe 50 Iron Crystals und 6 Gold Crystals in den Donation Chest gelegt und Hunt X Hunter sagt, dass er es reingelegt hat. By the way, bin GG. Ja, das ist wieder das Ding. Ich kann es halt nicht beweisen, wenn ich es nicht gesehen habe. Deswegen, wenn man an den Ehrenmann-Wand kommen will, dann muss man auch mich dabei haben, dass ich das dann sehe, dass auch man das dann auch selbst reinpackt. So, was ist hier oben? Okay. Ja, auf jeden Fall eine nice Base. Ja, die Pharaos-Grab. Oh, Alter. Da hinten, da. Da hinten ist das Grab, Alter. Sehr gefährlich. Finde ich auf jeden Fall eine richtig nice Base. Ja, gefällt mir. Hat er die ernsthaft so nah bekommen? Oder stehen die noch nur rum? Ne, die stehen hier nur so rum. Okay. Ja, wie gesagt, gefällt mir auf jeden Fall. Finde ich nice. Und bin mal gespannt, was als nächstes kommt. So, dann gucken wir mal kurz weiter. Das ist jetzt ein Raid National. So, Schilder gelesen. Neu hinten bei und bei Leaks. Okay. Die Kuh springt auf den Milker dann. Wie wird sie Milch abgeben? Okay, also springt auf das Teil drauf, was irgendwie sehr weird ist, aber okay. Stimmt. Hier, guck mal, so kann man das auch nutzen eigentlich. So wie einen Gefangenen. Diese neuen Zäune. Oh, voilà. Die neuen Zäune. Eigentlich nicht schlechte Idee. Kann man es mal merken. So. Neu, ja, wie gesagt, der Zaun hier, ne? Neu, der ist auch richtig gigantisch, ne? Da kommst du auch gar nicht hoch, ne? Kannst du so was Witz, da kommst du einfach nicht hoch. Ja, finde ich auf jeden Fall, lohnt sich auf jeden Fall, finde ich. Und sieht auch richtig nice aus. Fahr aus meiner Insel ist nicht geladen worden, habe aber eine ganz neue Insel. Kannst du vielleicht per Code dir geben. Sonst versuchen wir zu rejoinen, gleich geht es dann. Oh, voilà. Boah, kurz hingesetzt wieder. Mal gucken. Vielleicht jetzt dann, aber ich glaube, das war's. Und Leaks hier. Leaks, warte. Was soll denn neu sein? Ja, gut, das Schwein. Dass das Schwein kommen soll, das weiß ich. Also, das ist jetzt, glaube ich, kein großes Geheimnis, dass es ein Schwein bald geben wird. Aber ja, auf jeden Fall. Der Zaun sieht auf jeden Fall, der sieht geil aus. Also auch an sich, in Island sieht er geil aus. Dann würde ich sagen, gehen wir weiter zu Lickrack. Boah, das braucht noch ein bisschen zum Laden. Hat sich das hier geändert? Ja oder nein? Das ist jetzt die Frage der Fragen. Ich glaube, hier hat sich nichts geändert, ne? Hier hat sich jetzt nichts geändert. Nee. Hier ist jetzt nichts Großartiges geändert, das heißt, ja, kann man schlecht was bewerten, weil nichts Neues da ist, ne? Deswegen würde ich sagen, gehen wir dazu. Pro Head Islands. Was steht denn hier? A German von National Park. Achso, German National Park. Ah ja, okay, jetzt hab ich's. Von Alex der Held und Profilian. Achso, ah, okay. Nationaler Park. Okay, was ist hier? Terraforming. Alter. Oh. Ah, lol. Die wollen hier so eine Unterwasserwelt bauen. Also halt dann so, wo schon ein Schiff drin ist. Ja, doch. Das sieht schon richtig nice aus. Also, das gefällt mir richtig. Auch wenn noch nicht viel da ist. Aber das sieht richtig, richtig nice aus. Finde ich auf jeden Fall richtig, richtig cool. Und, ja, was ist das eigentlich hier? Ist das so ein Lava-Pit? Lava-Lake. Ja, genau. Mal vor dran getreten, dann fett mich verbrannt. Auf jeden Fall richtig geil. Ja, bin ich mal gespannt, was denn noch so kommt. Bin mal richtig gespannt und würde ich sagen, hier weiter zu Tia Rosa. Was hat Tia Rosa hier? Ist hier auch irgendwas neu? Ich glaube. Wo ist denn Tia Rosa? Da. Ich würde gerne wissen, ob hier irgendwas neu ist. Tia Rosa, ist hier irgendwas. Ah, da hinten ist sie schon.
Oh, die Fragen. Einfach nur hinlaufen, sofort. Wir gucken uns mal kurz an. Was ist das denn hier? Also auf jeden Fall der Zaun, der neue, ne? Und ich weiß nicht, immer ein Fahrzeug, aber ich kann nicht sagen, was für ein Fahrzeug es wird. Aber es sieht nach einem Bus aus, schätze ich mal. Nach einem sehr großen Bus sogar. Zack, hallo. Das ist dieser, oh, könnte auch ein Wohnwagen sein. Es könnte auch ein Wohnwagen sein, also so ein Wohnmobil. Das wird auch noch hinkommen vom Rad, von den Reifen her. Ja. Doch. Doch, doch. Das soll ein Auto werden. So groß? Okay. Na gut. Warum nicht, ne? Aber ich glaube, dass auch das Einsatz hier neu ist. Weil soweit sehe ich hier nichts Neues. Aber, ja, wie gesagt, bin ich mal gespannt, wie das Auto aussehen wird. Wird, glaube ich, richtig, richtig nice. Dann geht's mal kurz zu Wusel. Ich sehe ausgestrichen. Was ist Wusel? Wusel, Wusele, ich glaube, heißt Wusel. Hier denn eine Obby, die jetzt wo auch immer ist. Da ist keine Obby, okay, auch geil. Was steht hier? Deutsch. Wenn du deine Witch Trophy verkaufst, kannst du. Oh, ich sehe es nicht, wenn aber Lieder vorläuft. Kannst du raus und. Ach Gott. Bekommst Building Mode. Ah. Oh. 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 Ui. Oh. Oh, oh, oh. Ui. Oh, guck mal hier. Oh, das sieht so cool aus. Das sieht cool aus. Das erinnert mich ein bisschen an diesen Streich jetzt so, wo die auch diese Teile haben. Sieht auf jeden Fall richtig, richtig nice aus. Sieht nice aus. So gefällt mir auf jeden Fall. Da hinten das Terrainform sieht auch sehr geil aus. Hier. Gefällt mir auch richtig. Und dann hat er noch anscheinend so eine Mini-Burg und einen Aufgang, der mit Brücken wo irgendwo hinführt, aber auch trotzdem sehr geil aussieht. Deswegen, ja, doch. Gefällt mir. Was haben wir da hinten? Da hinten haben wir, glaube ich, irgendwie so ein. Ja, genau, das war diese Kohlebude. Und dann schützen wir jetzt hier nur eine Farm. Ja, mal kurz hier hoch. Nein, oh, ah, ö. Ja, gut, hier ist keine Farmecke. Genau, das ist keine Farmecke. Und ja, sieht auf jeden Fall nice aus. Und dann bin ich gespannt, ob es noch so kommt. Aber jetzt auf den ersten Hinblick finde ich die sieht richtig nice aus. Dann gehen wir weiter zu Da Polino 3. Und gucken uns mal den an. Wow. Shop plus Jump and Run. Ja gut, Jump and Run kann uns noch knicken bei der Frame-Rate hier gerade. Owner, Co-Owner, Farmer. Owner ist der Da Polino. Der Co-Owner ist der Corny. Und der Farmer ist der deutscher YOLO. Und geh hubi 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 hubi. War ich hier schon mal, ist die Frage. Irgendwie kommt mir der Laden bekannt vor. Doch, hier war ich schon mal. Ist die Frage, was hat sich denn hier verändert? Ich weiß, es laggt sehr krass in dieser Base immer. Das weiß ich jetzt auf jeden Fall wieder. Erinnere mich dran, aber ich glaube an sich. Sehe ich jetzt hier nichts Neues. Aber warum leckt das denn bei dem auf der Base so? Das ist ja geisteskrank. Das, also. Ich weiß nicht warum, aber es leckt bei dem echt heftig. Hä? Ja? Hier ist. Was leckt denn hier so? Das ist krass. Also. Hä? Was hab ich jetzt eingestellt? Hä? Hä? Was ist denn jetzt los mit der Kamera? Oh Mann. Was habe ich jetzt denn gemacht? Jetzt kann ich nicht mehr rauszoomen. Okay. Ist das jetzt so ein neues Feature von Roblox irgendwie? Ich hoffe, es ist jetzt nur ein Bug jetzt hier irgendwie, aber kein Plan, ob das jetzt aber auftaucht. Aber ja, ich glaube, jetzt ist hier nichts Neues. Oh Junge, es ist wirklich gerade abfuck irgendwie. Nee, hier ist nichts Neues. Ja gut, aber ich bin mal gespannt, dass hier noch so Neues kommt. Deswegen, ja, bin ich mal gespannt, ob hier noch so Neues kommt. Und dann gehen wir weiter zu Sieger. Ich habe irgendwas gerade kaputt gemacht, aber ich weiß nicht was, ne? Ich habe irgendwie... ich habe es irgendwie geschafft, mein Mausrad für irgendwas zu benutzen.
Was hab ich denn jetzt kaputt gemacht wieder? Oh Mann. Egal, okay, dann ich werde eh gleich rejoinen, also auf einen anderen Server gehen. Aber hat sich hier was geändert, ist die Frage. Wo ist das eigentlich? Wo ist der Sieger? Das ist so komisch, ne? Ich habe noch nichts eingestellt. Hä? Also es ist Movement, Keyboard, Keyboard, Maus. Click to move. Default, Keyboard, ja. Nochmal kurz Shift voran, vielleicht. Ne, ist immer noch drin. Ganz komisch, dass auf jeden Fall mal los ist wieder. Auf jeden Fall, er wird immer besser. So. Kein Plan, wie ich das jetzt hier geschafft habe. aber ich hab's geschafft. So. Aber ich glaube, hier scheint. Wow. Hier scheint jetzt nichts Neues zu sein, ne? Boah, das ist zum Kotzen. Oh, ey. Game! Nee, scheint nichts jetzt Neues zu sein. Ich glaub, obwohl der Inteil könnte neu sein hier. Der könnte, okay, der wird einfach wegen frech sein gemutet. Das ist sehr komisch. Also, ja, also gut. Also, mit der Kamera, ich muss jetzt gleich am Server-Switch ein bisschen regeln, aber. Ja, ich glaube, der Inneneingang, der ist, hast du, glaube, Strong und Space? Oder Alt und FN und Space? Was? Ich hab Strong, also mit Strong kann ich jetzt rauszoomen, warum auch immer. Ich habe hier so eine Taste. Hilft das? Nein. Das hier? Nein. Das hier? Nein. Oh, das war jetzt Windows. Das hier? Nein. Also ich weiß nicht, was ich jetzt gemacht habe, dass ich jetzt auch mal diese komischen Probleme hier habe. Aber naja, wir haben was Neues. Kann nicht über den Link in den WP-Server kommen auf einen normalen Server? Ich glaube, der ist voll eventuell dann. Aber sonst ist es nochmal öfters. Ja, wie gesagt, ich glaube, das war Sieger hier nur der Innenraum, aber der sieht auf jeden Fall richtig nah, das ist chillig. Bin mal gespannt, ob es noch so weiter rauskommt. Jetzt sind wir mal so Pixel-Player. Beim Pixel. Oh, wir müssen noch kurz das Shift-Lock rausnehmen. Bei Pixel-Player, was hat es denn hier geändert? Zeig mal her, was du jetzt hier so geändert hast. Warte, ich muss kurz reinzoomen. Oh Mann, ist das dumm einfach wieder. Okay, ist das das einzige Neue hier? Ist das das Neue? Hat er vielleicht das Lenkrad erkannt? Kurz. Nee, hat er nicht. Komisch. Oh, der Leck. Das war jetzt gerade ein bisschen am Laggen. Kannst du auch meine Insel bewerten? Nee, wir machen nur über VIP-Server, sonst zieht es in Länge. Oh Mann, ist das doof, damit zu arbeiten. Und hier, ich glaube, die Eisfläche ist auch neu, ne? Warte, aber hat er nicht diesen. Hat er doch eine ganz kahle Fläche, wenn ich mich richtig erinnere, oder? Er hat eine ganz kahle Fläche, glaube ich, hier. Ich glaube, das war der. Also hat sich eigentlich schon viel getan hier. Ja, doch. Gefällt mir. Okay, es wird wieder zurückgezogen. Konnte ich gerade noch nicht lesen, was da gerade stand. Ja, wie gesagt, auf jeden Fall eine nice Insel. Ich glaube, das ist, also hier ist richtig riesiger Fortschritt auf jeden Fall. Bin mal gespannt, was noch so kommt. Bin ich mal richtig gespannt drauf. So, dann würde ich sagen, nehmen wir den nächsten und der letzte auch genau. Das ist der GGCraft HD. Alter. Junge. Was fällt jetzt ab hier? Oh Gott, ich lasse erstmal aufbauen. Das ist gerade ein bisschen sehr riesig. Oh Mann. Alter. Das ist, schon krass. Also, ich weiß nicht, warum man sich so eine große Farm baut, aber, Kann man machen. Ja gut. Jetzt kann ich zu viel sagen.
meine Farm. Ja, okay, das ist eine Farm. Ist eine Farm. Kann ich jetzt schlecht bewerten, weil es eine riesige Fläche mit sehr viel Totems, so mehr ist das halt nicht so, ne? Aber, ja, coole Farm auf jeden Fall. Ja, was soll man zu sagen? Die Crystals in der Chest sind deine. Oh, wo, was? Wo ist hier eine Chest? Oben? Oh, wo ist hier eine Chest? Ich sehe absolut keine Chest. Wo soll eine Chest sein? Hä? Oder sind sie bei mir in der Chest drin? Das ist bei mir in der Base. Also ich weiß jetzt nicht, wo hier eine Kiste sein soll. Aber wenn hier angeblich eine Kiste sein sollte, dann schätze ich mal, kann es nur bei mir sein. Ja. Die Schafe. Die Schafe? Ja, egal. Wir gucken mal, wir gehen wieder rüber. Die Donator. Ach so, die Donator-Kiste. Okay, okay, dann war es doch richtig gedacht. Dann würde ich sagen, dann gehen wir kurz rüber wieder zu meiner Insel. Und, Hoppala, verkehrter Knopf. Das heißt, wir würden von hier aus dann eine Publish Island machen wieder. Das heißt, wir gehen mal kurz rüber und gucken uns mal den Hasen an. Oh, so, jetzt tippt er uns rüber. Dann warten wir mal kurz, dass er dann uns da jetzt... Okay, keine Rückmeldung. Geiles Game auf jeden Fall. So, jetzt aber. Ich hoffe, das ist jetzt gefixt mit diesem komischen Zoom-Bug, den ich auch mal irgendwie ausgelöst habe. Kein Plan wie. Ob es jetzt mein Lenkrad war? Es ist immer noch drin. Das ist jetzt ein schlechter Witz. Warte mal kurz. Ey. Oh nein. Ey, es ist immer was Neues. Ich habe immer neue Probleme. Warte mal kurz. Ich schau mal komplett neu rein. Wie schaffe ich denn das, wieder das so hinzukriegen? Es ist mir echt ein Wunder. Ich habe nichts gedrückt. Ich habe nur mal eins gespielt. Warum immer ich? Oh Mann. Echt. Ich will nur noch einmal normal Roblox spielen können. Ist das so schwer? So, nochmal gucken. Bitte jetzt nicht. Ah, okay, dann war es doch ein Island-Problem. Problem, Problem. So, jetzt kann ich auch wieder ein Public Island machen. Ja, wie gesagt, kein Plan, wie ich das getriggert habe gerade eben. Aber passt schon. Von Alt und Jump. Kommt auf den Keybind denn bitte. Ich guck's mal gleich aus, sonst kann ich da Vollzahl wieder zurück machen oder nicht. Und dann bin ich halt, ja, gearscht. Aber wir können es mal gucken. Alt und Jump. Nee. Nee, da passiert nichts. Strong Jump? Nee. Ja, okay. Nevermind, kein Plan, wie ich diesen Bug ausgeführt habe. Der Code ist jetzt wieder, wie gesagt, in der Roblox-Gruppe. Den packe ich mal kurz hier schnell rein. Code. Zack, ist drin. Easy feasy. Lemon squeezy. So, dann hat er noch Gigi gesagt, dass das bei mir in der Kiste drin sein sollte, in der Spendenkiste. Ah, jo, ah, moin Meister. Ein bisschen viel. Das war die eine Kiste, ne? Das war nur die Kiste. Oh. Das war nur die Kiste, gell? Ja, okay. Dann ist Gigi Croft eigentlich auch auf der Liste? Nee, ne? Der ist nicht auf der Ehrenmannwand, ne? Nee. Dann packen wir ihn nochmal drauf. Ja, geil, mein Kopf hängt da voll fest. GG, ich kann es nicht lesen. Craft HD war das? Oder war das HP? Ich habe diese FN-Taste gar nicht in meiner Tastatur. Das haben wir, glaube ich, auch nur Laptops irgendwie. Aber ja. So. Ja, gut, das wird dann gemacht. Detect. Dann schreit er nur Gigi hin, wenn das geht. Ich sehe gerade hier natürlich nichts, weil... Ah, ja, das reicht ja. Das reicht ja. Perfekt. Also ich habe da eigentlich keine Insel vergessen. Eigentlich waren alle drin, ich habe alle abgeklappert. Also eigentlich müssten alle da dabei gewesen sein. So.
Das kommt mir ein bisschen. Junge, was geht denn jetzt nochmal ab? Ich habe nichts gemacht, ich habe nur gepublished. Dann. Hä? Seit wann kommen so viele Leute auf einmal hier hin? Was ist denn jetzt los? Ich hatte nur gepublished, Hilfe! Hä? Was ist denn jetzt los? Alter. So viele auf einmal kommen aus dem Nichts. Ich baue nochmal kurz ein bisschen Gras ab. Das können wir eventuell für Dekozwecke gebrauchen. Alter, Ehre. Dirk. Boah, Dirk wild. Die FN-Taste habe ich auch. Habe ich und ich habe einen PC. Ja, also ich weiß, also ich habe nie eine FN-Taste auf meinem. Ich habe hier nur so eine komische Taste bei mir. Das ist so irgendwie so eine Art, so wie so ein Tab, sag mal dazu. Wie so ein Tab sieht das aus. Aber ich habe hier keine FN-Taste, ne? Ich habe wirklich keine FN-Taste. Ja, ja, aber ich weiß, dass das Randoms sind, aber wie kommen die auch mal so. Guck, ich habe immer davor, immer habe ich, hier Dings gemacht. Immer Publish. Da kam niemals Randoms drauf. Und jetzt einmal aus dem Nichts kommen da unnormal viele Randoms drauf, so. Einfach aus dem Nichts einfach so. Das finde ich voll krass irgendwie. Also, das heißt krass. Ich finde es halt krass, dass das einfach mal so aus dem Nichts auch mal kommt, so. Ich habe nichts getan, auf einmal kommen sie alle. So. Wir können mal kurz, obwohl. Ah ja, noch mehr. Junge, wie viel Schwert hat denn Dirk bitte? Oh Mann. Junge. Wie viel Schwerter? Hilfe. Oh nein, hat sich bewegt. Oh. Zack. Weil Dirk will irgendwas placen. Place mal, Dirk. Achso, will der Input-Output-Chats mir placen oder geben oder wie oder was oder wo. Ah. Verstehe. Ja, danke. Ehre. Perfekt. Ich weiß nicht, wo Dirk so viele Schwerter auf einmal her hat wieder, aber er hat sie. Dirk hat sie auf jeden Fall. Unten neben der. Warte, was? Unten rechts neben der Alt-Taste. Unten rechts ist er da. Neben der Alt-Taste. Also, ich habe hier ein Alt-Grr. Und nur drüben habe ich, also links habe ich nur ein Alt. Weil sonst wäre beim Alt-Grr wäre das Windows-Zeichen daneben. Komisch. Habe ich auch noch nie gehabt. So, wir gehen mal kurz hier einmal das Loch fixen. Gras. Noch was? Oh Mann. Was kommt jetzt? Noch mehr Schwert, oder wie? Oh Mann. Alter! Ehre, noch mehr Zahnräder. Und ganz viel Holz. Oh. Oh Gott. Jetzt geht das los. Jetzt ist erst der neue Liam. Weil wer es weiß, der Liam, der hat ja mal ganz viele Sachen mir gegeben. Und ich glaube, hier endet es gerade auch genauso. Mal kurz hier wieder ranrücken. Oh, Pumpkins, ui. Und Laternen. Oh, und ganz viel Goldohr. Ich glaube, No Name will auch gleich noch was abgeben, wie ich das gesehen habe, weil der gerade so hastig auf den Boden gehämmert hat. Oh, Copperboats. Und ein großes rotes Bett. Und ein großes blaues Bett.
Aber er scheint immer noch nicht fertig zu sein. Ich glaube, er will gerade jetzt den ganzen Inventar wieder loswerden. Ja, können wir heute verlosen. Eventuell Electrical Workbench, kann man immer gut vergeben. Die sind auch natürlich einen Haufen viel wert. Lumen, ui. Ja, ich komme gleich in den Bunker. Oh, ein Schwertfisch. Einmal kurz hier die Sachen. Oh, oh, Alter. Fisch, okay. Alle, nochmal Fische. Ui, Electrotide. Roasted Carrots. Oh, Alter. Mal ein paar Candles, warum nicht, ne? Jetzt sind wir noch nicht fertig. Also ich glaube, der kommt jetzt hier gefühlt sein halbes Inventar wieder mal raus. Oh, 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 oh. Orangene Blumen. Und ganz viele von diesen grauen. Wie war das nochmal? Mein Inventar wurde gewiped. Okay, schwarze, blaue, graue. Noch mehr graue. Oh, orangene. Okay. Oh, Alter. Rote, okay. Flowerpots. Oh, es geht weiter sogar noch. Eisblöcke. Oh, oh, oh. Eisblöcke, das ist natürlich auch wieder Premium. Was ist das? Ein Blue Firefly. Ein Green Firefly. Alter. Oh, noch eine Milk Industry Maschine. Ehre. Oh, ein World Factory Model. Was ist das? Oder hat jetzt endgültig aufgehört? Oder kommt noch mehr? So. Ah, das war's anscheinend. Okay, dann kommt No Name. Der wird anscheinend wieder zumüllen, so gesehen. No Fans. Was kommt jetzt? Also ich weiß nicht, wo kommen die alle immer her? Ah! Wie war das mit Kuh-Eier nochmal? Wie viele Kühe soll ich denn bitte haben, Alter? Oh Mann. Jetzt ist hier die Zeit, wo ich hier mit jedem Kram zugeballert werde. Ah, noch mehr. Haben wir noch ein paar auf Lager, falls wir ihn an Kühen wieder verkaufen wollen. Test-Blueprints 2 Stück. Stackweise. Ehre. Ja, graue Blumen. Oh, der, diese Kobbel-Sachen. Nächstes Mal jetzt kurz. Glasblöcke. Also No Name und Dirk sind die neuen, Liam. Noch ein paar Pumpkins, warum nicht, ne? Und noch mehr Kaktusschwerter. Warum auch nicht, ne? Wie haben wir jetzt eigentlich? Schon, schon 593 Kaktusschwerter. Oh, Mann. Und noch mehr Starfruit Cakes. Wenn ich immer diese Starfruit Cakes am Dings verkaufen könnte, boah, ich würde das mit so krass leveln einfach. Im Backen. Noch mehr Blumen. Junge, 1000 Blumen von denen hier. Das ist geisteskrank. Aha! Ich wollte noch sagen, nochmal ein Kaktusschwert. Ein Stack. Und nochmal. Noch, Junge, woher? Ha! Oh Mann, jetzt müsst ihr es mal ausrechnen. Das müsst ihr euch mal ausrechnen, wie viel. Oder weiß einer den Preis von einem Spawn-Kuh-Ei? Wie viel das bei Thalia kostet? Das würde mich mal immer hier interessieren. Oh. Kann das einer mal kurz in den Chat reinschreiben? Würde mich mal brennend interessieren, wie viel das jetzt eigentlich an Wert ist, wenn man im Tag so rumballert hier wieder.
Ja, Marplewood kann man immer gut gebrauchen. Aha, ein bisschen Copper habe ich gehört. Oh Mann, das ist viel Copper. Wie viel Copper habe ich eigentlich überhaupt jetzt? Ah, wie viel Gold habe ich? Ah, cool, chill dich. Also ich sag mal so, früher waren es die 6000 Vamp-Bows, heute sind es die 4000 Kuh-Spawn-Eier. Oh Mann, oh, aber ein Carpet nur. Aber also das, yay, Level, Farming Level 16 erreicht, durch nichts. Ich hab's mal durch die Dings, oh Junge. Durch die, Starfoot Seeds. Und unnötige Fireworks, die ich eh nicht verschießen werde. Aber okay. Vielleicht werde ich sie immer mal nutzen. Ich war noch nie. Was? Ich war noch nicht. List RS überhaupt? Was? Also, ich verstehe nicht gerade, was du meinst, aber. Alter, 60 mal Spinat. Seeds. Was war ich noch nicht? Was meinst du? Du warst noch nicht. Oh, Mann, ich sehe jetzt gerade nichts. So, alles, okay. Und jetzt soll ich nochmal. War das nicht Dirk, der nochmal einen reinhauen wollte wieder? Dirk. Ja, es war Dirk. Ja, es war eindeutig Dirk. Oh, was hat jetzt gerade? Hab ich nicht gesehen? Alter, das müssen wir mal gleich verkaufen gehen. Die Slime Balls. Boah, das gibt gleich, glaube ich, übelst viel. Opala. Alter, 2340 nur. Green Slime, was mal gesagt. Bamboo, wofür ich immer brauche, aber okay. Also das müssen wir mal. Das müssen wir mal dringend verkaufen gehen. Noch mehr Copper, warum nicht, ne? Haben wir noch nicht genug, ne? Electrotide und. Pine-Fans. Oh, Kies. Oh, Kies. Also Kies, da bin ich immer dabei. Onion Seeds. Okay. Und Maplewood und ganz viele andere Wood-Sorten. Kann man immer gut gebrauchen, warum nicht? Das war's, okay. Perfekt. Oh nein. Oh mein Gott, also Dirk und hier No Name sind ja auf jeden Fall die neuen Liam. So, kurz in den Chat reingucken. Bei Werten hast du jede Insel außer mich. Also, wie gesagt, ich habe eigentlich jede Insel durchgenommen, dann kam es anscheinend später rein, deswegen ist es übersehen. Kann mir irgendwer Spinat-Seeds schenken? Hat dieses Update erst einmal gespielt und nur auf dem Handy. Wir können heute mal Spinat-Seeds verlosen, das können wir machen. Smilecraft auch noch was kurzes loswerden wieder. Minecraft. So, was wollt ihr jetzt loswerden? Schenkt mir euer Inventar, Kappa. Was gibt's jetzt denn? Ah, Pizza. Oh nein, ich erinnere mich, da war ja was. Da war ja was im letzten Voice Call auf meinem Teamspeak. Auf meinem Discord. Alter. 10 Lagerfeuer, ja, Mann. Komm in die Gruppe. Ha, ich bin schneller am Klicken als er. Okay, 60 Gold. Ja, kann man machen. Yellow Fireflies. Ja, haben wir jetzt eigentlich genug davon eigentlich, aber okay. Sand. Ui. Einfach zu schnell im Klicken. Einfach viel zu schnell im Klicken. Stonebricks, da die gehen mir auch langsam fast aus. Das kann man machen. Okay, jetzt haut aber jetzt mit dem Bot rein. Mit dem Klicker. Autoklicker.
Oh Mann, oh, warte kurz. Da muss man ein bisschen mehr mit den Fingern tanzen auf der Maus. Oh Mann. Das ist sehr viel. Ui. Oh. Wow, guck mal hier, Memo. Noch mehr Holz. Warte. Brick. 15.000 auf einmal. Ah ja, geil. Fühl dich. Oh, was war das jetzt gerade? Hab ich gar nicht gesehen. Müsste ein Kohleblock gewesen sein oder Black Clay, eins von beiden. Glasblöcke, okay. Brot. Ich sag euch, ich habe so viel Brot, ne? Wie ich das auch verkaufen kann irgendwann. Ich werde so reich dadurch. Kuchen! Ja. Oh, ganz viel Kupfer. Oh, sehr viel Kupfer. Also von den grauen Blumen habe ich wirklich echt gar, irgendwie nicht genug von, ne? Also, ja, ne? Genau. So, dann gehen wir mal kurz einmal, weil um 18.30 Uhr ist alles wieder hier vorbereitet und wir wissen ja, dass auch Ewigkeiten. Machen wir jetzt noch die Dings fertig, da die Starfruit Farm. Moin, hallo Paul Gaming. Danke mal für die Gilden Sea Pickaxe. Ja, ja, ich weiß nicht wer, aber ja, genau. Also ich weiß nicht, welcher User du warst. Könntest du jetzt noch machen? Eine Überraschung? Was? Lauert bei mir. Ach so, nee, es ist immer so. Ich habe einen strikten Plan, einen strikten Streaming-Plan und da kann ich leider keine nachholen, weil sonst auch die anderen noch kommen würden und sagen, ja, komm, hol doch mal ab hier. Und da war gerade was drin. Kohle. Okay. Deswegen kann ich das leider nicht machen. So, die Farm ist bis hierhin jetzt gekommen. Also auf die Hälfte schon durch. Das heißt, wir fangen von hier hinten an. Und cutten dann hier die Leitung erstmal. Machen die leer. So, dann hier. Nein! Oh! Schnell wieder hinrennen. Hallo Schaf! Kurz mal schnell zurückrennen. So. Hier auch nochmal. Dann die hier. Die hier. Die hier. Die hier. Und jetzt die auf dem Gange. So. So, obala. So. Dann die hier leer machen. Oh, die noch leer. Also, es ist. Also, was, wenn hier jetzt nicht gerade heftiges Level rüberkommt, ne, dann weiß ich auch nicht weiter. So. Dann hier und hier müsste es aufhören. Ja, genau. Das heißt, ich würde sagen, wir gehen mal kurz zum Spawn. Und vom Spawn aus, gehen wir mal kurz die Sachen verkaufen. Verkauf Brot, um mehr XP zu bekommen. Kann man das gerade verkaufen, ist die Frage. Das ist die andere Frage, ne? V, kann ich roten Clay oder rote Blumen? Mal gucken. Vielleicht brauche ich selber noch. Wie viel Cow-Eggs hast du jetzt wegen mir? Ich glaube, auch wegen Dings hier, wegen Dirk. Insgesamt glaube ich um die 4000 Cow-Spawn-Eggs. Ja, genau. Genau 4000, lustigerweise. Ich weiß nicht, dass das Limit ist von Items, aber wir müssen mal bedenken. Wir sagen jetzt mal davon aus. Warte, nein, hier. Ein Ei kostet, das rechnen wir jetzt mal hoch, warte.
Das ist geisteskrank. Also nur mal so nachgedacht, der Wert, der jetzt an Eiern in meinem Inventar ist. Wenn ein Ei schon 3.500 kostet, das mal 4.000, das ist jetzt ein bisschen gerade verkehrt so, dann haben wir jetzt insgesamt einen Wert von 4, ja okay, ist jetzt nicht so krass, aber, ah nee, wir müssen ja noch 3 Nullen hinterherhängen, habe ich ja vergessen, sehe ich gerade hier. Dann haben wir einen Wert von 1, 2, 3, 14 Millionen nur in Eiern. Also das muss es geben, 14 Millionen Coins nur in Eiern in meinem Inventar jetzt. Ja, das lässt sich natürlich dann schmackhaft gönnen. Mal kurz, das waren jetzt, auch schon viel. Der verkauft aber kein Brot, ne? Der verkauft nur die Sachen hier. Okay. Nein. Tschüss. So. Dann verkaufen wir mal den Rest hier. So, wie haben wir davon? 5000 Stück! Das ist ja fast eine Viertel. Ja. Ein Viertel von der Million. Economy Level auf 54 hochgepusht erstmal. Spinat. Ja, es geht. Karotten. Naja. Onions haben jetzt nichts. Hier auch nichts von. Davon noch welche. Ja. Noch irgendwas? Ich glaube, sind wir alle hier, ne? Ja, komm, das behalten wir. Ich fände es halt geil, wenn der Florist auch noch hier ankaufen würde an Blumen. Weil momentan kann er nur beimachen, aber man kann halt nicht, ne? An sich kaufen, verkaufen. Das würde ich noch mehr fühlen. So. Ja, und das mit den Eiern, das muss ich nicht sagen. Aber wir können, warte, können wir? Na, wir bauen das halt Level 24. Menno. Okay, aber wir können das hier verkaufen. Okay, das zählt für die Economy. Auch geil. Haben wir keine Wollblöcke? Ja, moin. Wir haben keine Wollblöcke. Naja. Doch 14k? Aber ich habe ja die Dings, die 3 Punkte, also ich habe ja nur 3.5 reingeschrieben und ja nicht die Dings. Nicht die 2 Nullen dahinter. Das heißt, man müsste ja rein logischer Creeper die 2 Nullen nochmal dahinter hin. Also die. Doch, die 2 Nullen nochmal dran. Ne, die 3 Nullen. Die 3 Nullen nochmal dran hängen, deswegen. Deswegen komme ich jetzt auf 14 Millionen. Wisst ihr was? Ich mach's einmal. Ein einziges Mal mache ich diesen Joke jetzt hier, okay? Das ist eigentlich nicht die dümmste Verschwendung aller Zeiten. Aber ich mach's einmal. Ah. Oh Mann. Aber wir sind wieder knapp bei einer Million. Und ich sage jetzt schon, wenn ich wirklich viel Geld habe, dann kaufe ich mir die luxuriöse Badewanne des Königs, Alter. Für 5 Millionen. Die werde ich mir dann gönnen. Außer einer gönnt sie sich schon vor mir und wird sie mir dann wieder droppen. Dann ist das natürlich wieder eine andere Sache. So. Dann lassen wir mal kurz die Insel laden und dann machen wir gleich um 18.30 Uhr beginnen wir dann mit dem Giveaway. Ach ja. Oh, wird scharf. Aber die. Ah doch, guck mal hier. Jetzt haben sich die Bienen hier angenistet. Perfekt, dann haben wir jetzt auch hier wieder den richtigen Boost. Wir können schon mal die anderen orangenen Blumen da anpflanzen. Dass die, für den Farbstoff. Jetzt weiß ich nicht, aber die gedeihen hier nicht, ne? Kann das sein, dass. Müssen die Bienen darauf irgendwie halt drauffliegen, dass das funktioniert? Weil dann würde ich jetzt einfach, die ganzen Blumen da an der Farm. Oh Gott. Einmal komplett abreißen. Und dann da, Dingsblumen hinpacken. Nur die orangenen nur noch. Das heißt, wir machen mal kurz hier das. Bienenfeld leer. So. Da war das mit dem Weg. Und das und... Ja, keine Blume für dich, Biene, hä?
So. Dann lassen wir die eine Blume da hinten noch offen. Und jetzt machen wir alles orange in einem Blumen. Verheizen wir da mal bitte hier einmal auf das Feld drauf. So, die schnell weg. Dass sich das nicht hier irgendwie später mischt oder so. Denn wir brauchen den orangenen Farbstoff aus diesen Blümchen hier. Deswegen setze ich jetzt hier nur noch orangene Blumen hin. Mal das ganze Teil voll. Natürlich kann es sein, dass ein paar Blumen dann eventuell kaputt gehen. Aber ich bin kein Blumenexperte. Und dann werde ich jetzt ganz viel fassen, dass ich so viele Blumen hier packe. Aber das sieht voll schön aus. So, dann haben wir jetzt hier ein ganzes orangenes Feld. Guck mal, jetzt sind die schon reif hier, ne? Guck mal, so schnell geht das. Okay. Ja, ich verstehe es immer noch nicht, das Blumengedöns. Aber okay. Kennst du Divi Plays? Sag mir jetzt nichts. Das sagt mir jetzt nichts. Aber, ja, ne? Komm, wir packen jetzt noch. Also, solange ich weiß, ich glaube, Rockpad wollte mir noch helfen, dass hier ein bisschen lernen, also, wie man das lernt, halt die fruchtbar zu machen oder so ein Kram. Komm, du es mal her. Aber in der Zeit lassen wir die Blumen jetzt einfach hier. Aber das sieht auch noch nicht schön aus. Das sieht auch fancy aus hier. So ein komplett orangenes Feld, so, ne? Das kann man noch, noch mal stehen lassen hier mal. So. Wie sieht das mit der Milchmaschine aus? Da wollen wir mal kurz notieren. Noch mal kurz nachladen. Hier die Äpfel. Aber da kommt aber kein anderes Tier. Und hier hat sie auch nichts getan, ne? Ah ja, okay, das macht auch Sinn. Das macht auch Sinn, warum hier nichts rein kann. Oh Mann. Also. Hier, jetzt fühlen sich die Tiere ein bisschen besser, glaube ich. Obwohl, ich glaube, nee, das stört eher. Wir nutzen das später noch. Oh nein, Dirk will. Okay, Dirk will wieder placen. Oh Gott, ich habe Angst, ich habe Angst, ich sag's ehrlich. Bisschen Eisen habe ich gehört. Ja, also es ist eindeutig Liam 2.0. Das ist ganz schön viel. Eisen. Habe ich eher Unrecht oder nicht? Oh Mann. Also wenn wir hiermit fertig sind, dann können wir schon das Giveaway starten. Was das? Ah, das war's. Okay, jetzt, ich hab's ein bisschen schlimmer erwartet, aber okay. Ja, dann würde ich sagen, geh mal kurz auf den VIP-Server und werde mir dann da den Kram alles reinpacken und dann, ja, ihr kennt ja die ganze Chose. Das heißt, ich generiere mal kurz schnell einen neuen VIP-Link. So. Und hopp jetzt rein in den VIP-Server. Ja, ja. So, geh mal rein da in die Bude. Hallo Tim, willkommen im Stream. Weil bis ich ja drin bin und bis alles hier geladen ist, ist es eh wieder 30. Dann können wir den Giveaway starten. So. Geht es beim nächsten Stream bitte? Ja, wenn du da im VIP-Store bist, dann ja. So, jetzt sind wir hier in dem Server mal kurz meine Tiere schlagen wieder und mit Liebe verwöhnen. Ich würde sagen, wir gucken mal. Also. Hier ist noch was drin. Nur mal raus. Okay. Also, es wurde auf jeden Fall Spinat gewünscht im Chat. Das weiß ich auf jeden Fall. Das würde ich sagen, das heißt, ein Gewinner kann 60 Spinat-Seeds gewinnen. Ich würde sagen, auch ein Gewinner kann. Oh, wir kommen uns. Obwohl, das ist ein bisschen sehr brutal. Wir machen das ein bisschen anders. Was, seit wann kann man so viele Sachen reinplacen? Hä? Hä?
Ah, okay, erklärt einiges. Erklärt einiges. Ich hab mich schon gewundert. 60 in der Input-Output-Chess. Ja, ein bisschen krass. Okay, so. Dann, aber wir machen trotzdem mal 60. Einfach mal so als fette Hauptpremiere. Das heißt, einer kann 60 mal Spinazis gewinnen. Einer kann ein 5-mal Spikesauce gewinnen. Das gleiche auch mit den anderen Werkzeugen, ne? Ich würde sagen, 3 können Test Blueprints gewinnen. Hatten wir lange nicht mehr. Was haben wir noch hier? Was haben wir noch hier? Haben wir noch irgendwas an Waffen? Irgendwas Geiles? Ach komm, wir hauen mal ein paar Vampos raus. Einer kann Vampos gewinnen. Dann würde ich sagen, Berry Seeds und Starfruit Seeds noch dazu. Und jetzt könnt ihr in den Chat schreiben. Schreibt mal in den Chat, was ein Item. Ein Item könnt ihr euch noch aussuchen, was hättet ihr gerne, wenn es natürlich möglich ist. Im Giveaway jetzt. Dann werde ich das da reinpacken und dann können wir das dann gleich verlosen. Kaktus Seeds, ja, ist klar, dass es kommt. Ich glaube, habe ich da welche noch von? Ne, ich habe gar keine Kaktus Seeds. Also Kaktus Seeds geht leider nicht. Stehen wir mal, wir können auch Electric Workbench, ne? Können auch noch reinhauen, fällt mir gerade ein. Und falls einer den Union hat, können wir den auch reinpacken. So. Starfruits, Pizza, Cactus Seeds. Ja, wie gesagt, Cactus Seeds habe ich ja keine. Spinat haben wir schon, ein großes Päckchen. Ein Sprinkler, oh je. Slime Keys. Ah ja, apropos Slime, ne? Wir wollten das mal verkaufen, ne? Starfruit hatten wir auch schon drin. Karotten, okay. Smelter haben wir auch nicht. Mich. Ja, haben wir was mit mich anfängt? Oder? Ah, eine Battle Trophy haben wir, die mit mich anfängt. Dann packen wir eine Battle Trophy da rein, würde ich sagen, ne? Gute Idee. So, einfach eine Battle Trophy da rein. Mal kurz in einem Placen, dass ich die da reinpacken kann. Voila, wird ein bisschen eng hier. So, dann packen wir noch als Hauptgewinn eine Battle Trophy mit hinzu. Und ich sehe gerade, die müssen gefixt mit dem Inventar unten, dass es da nicht früher ging. Wäre auch richtig cool. Wie gesagt, dann packen wir die Battle Trophy rein, weil der mit PH anfängt, irgendwie komischerweise, oder mit PH gefunden wird. Dann machen wir die rein. Dann, glaube ich, ist schon alles in Butter. Genau. So. Dann haben wir alles drin, das heißt, wir werden wieder heute dick verlosen. Mal kurz hier aufräumen. Genau, perfekt. Das heißt, wir werden wieder Spinat verlosen, ein Päckchen und ein Päckchen-Stack und den ganzen anderen Kram hier. Dann würde ich sagen, für die alle, die neu hinzukommen sind, ganz einfach, unten in der Videobeschreibung oder mit Ausrufezeichen Discord, da könnt ihr auf meinen Discord joinen und da wird ein Abteil genannt, sich Giveaway. Da schreibt ihr nur ein einziges Mal euren Roblox-Namen rein. Und wenn ihr das getan habt, dann, ja, könnt ihr mitmachen und gewinnen. Wie gesagt, wer mehrmals seinen Namen da rein spammt, wird ausgeschlossen. So. Das heißt, ich kopiere mir mal kurz hier den Channel. Und lösche den alten Channel. Zack. Und ab jetzt könnt ihr reinschreiben, wie gesagt, einmal reinschreiben, mehrmals wird disqualifiziert. Und falls der Gewinner dann gewinnen sollte, der disqualifiziert ist, wird es halt nicht kriegen. Macht Sinn, ne? So, dann warten wir mal kurz auf meinem Discord, dass die Leute sich da fein eintragen. Und dann können wir die Sachen da abgeben. Und im Fall natürlich Situation, dass ihr irgendwie, warum auch immer nicht könnt oder die aufnehmen könnt oder was auch immer, dann am besten Bescheid sagen, weil sonst diese Sachen verloren gehen. So.
Dann warten wir mal kurz, bis sie alle eingetragen haben. In der Zeit, geh noch kurz mal in der Zeit die Slimeballs verkaufen, weil die wollte ich ja noch verkaufen. Das kann ich ja auf dem VIP-Store kann ich ja machen. Es ist ja kein großes Ding. Deswegen gucken wir uns das mal an in der Zeit, wo wir warten. Und das sind jetzt 2340 Slimeballs, was 11.000 Coins macht. Ja, ist jetzt nicht der große Economy Boost, aber einfach, ja, ne, dass man so viel gekauft hat, das ist schon wild. Schon sehr wild. So. Sind wir wieder zurück auf unserer Insel. Und wir gucken mal, hat sich der Chat beruhigt jetzt hier im Giveaway-Channel? Nein, hat er noch nicht. Bei mir ging der Discord-Nachricht letztens mal nicht. Soll ich mitmachen? Wenn du kannst, mach einfach. Kannst du Nummer 1 Server gehen? Nee, wir machen jetzt Verlosung. Deswegen, es wird sehr chaotisch und Sachen gehen verloren. So. So. Haben jetzt, glaube ich, alle beruhigt. Wir gucken mal. Ja, es haben sich alle beruhigt. Perfekt. Das heißt, wir schließen diesen Channel wieder und beginnen mit der Texterei, dass ich wieder komplett kirre werde. Genau, da will ich rein. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt mal wieder, ein großes Giveaway. Und ich würde sagen, wir fangen dann, wie gesagt, ich mache alles, wie gesagt, an einem Zug wieder, dass dann halt, wenn man einmal mehrere Sachen gewonnen hat, dass man die sofort mit alle mitnehmen kann und nicht wieder Ewigkeiten rumgammelt. So. Dann würde ich sagen, fangen wir an erstmal mit dem ersten G-Crate. Hoppala. Im Giveaway-Channel. Ihr habt 5 Minuten Zeit, wie gesagt, für das zu voten. Es wird einen Gewinner geben und es 60 Mal. Wie heißen die Teile? Hoppala. Spinach. Spinach. Seeds. Da einmal. So, dann wäre das nächste in der Kiste hier drin. Das wäre mal G-Crate. Dann Giveaway. 5 Minuten. Ein Gewinner. Das heißt, glaube ich, 500 Schwert, genau. 5-mal Spike. Ihr wisst ja, okay, das heißt, ich habe jetzt Spike Lee geschrieben, aber egal, ihr wisst, was ich meine. G-Crate. Giveaway. 5 Minuten. Ein Gewinner. 5-mal Picke. G-Crate. Giveaway. Ein Gewinner. 5-mal Axt. G-Crate. Giveaway. 5 Minuten. 3 Gewinner. 5-mal Blueprint Test. Dann G-Crate. Giveaway. 5 Minuten. Wie viele Gewinner? Einer. Und das ist ein 5-mal Bow. Und das gleiche nochmal in den anderen. G-Crate. Giveaway. 5 Minuten. Das sind diesmal 2 Gewinner. 5-mal Berry Seeds. Dann G-Crate. Giveaway. 5 Minuten. 2 Gewinner. Das sind dann 5-mal Starfruit. Und dann habe ich jetzt noch den Hauptgewinn. G-Crate. Giveaway. Da machen wir mal auch wieder 5 Minuten raus. Und das ist ein Gewinner. Ne, es ist ein Gewinner. Stopp. Ah. Cancel. Kann ich. Stopp. 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 Okay. Nochmal neu. G-Crate. Das ist lustig gewesen. Giveaway. 5 Minuten. Und das wäre dann ein Gewinner. Und jetzt haben wir es. Und das ist die PvP Trophy. So, dann warten wir mal kurz, bis dann die Sachen dann abgelaufen sind.
Ja gut, jetzt habe ich da einmal. Nein, das okay, warum das Stopp nicht funktioniert hat. Das löschen wir mal raus da. So. Dann warten wir mal kurz, bis die anderen Sachen abgelaufen sind. Wie gesagt, auch vom Discord-Channel oder auf dem Discord könnt ihr dabei voten. Wie gesagt, ich habe nur die Namen da reingemacht, dass ich euch was schafft da oben. Ja, dass ich Bescheid weiß, wer von euch wer ist. Und ja, so. Gibt es noch Elektro-Ohr? Ja, das gibt es aber auf der Buffalo-Insel. Kannst du bitte meine FA annehmen? Roblox Rigi, einfach mal Ausrufezeichen FA in den Chat reinschreien, dann weißt du Bescheid. So, wir warten mal kurz, bis dann die Sachen, oh, die Leute fertig sind mit dem Voten. Das sind ja nur 5 Minuten, das heißt, das wird easy zum Warten sein. So, dann können wir kurz ein paar Kühe streichen, wir können ja ein paar Kakteen abbauen. Um mein Leben, um mein XP noch mehr zu boosten. Ich wollte sagen, mein Leben zu boosten, das ist ja wahr. Moin. So, und dann nochmal hier. Die Bienen. So. Wie kann ich mitspielen? Einfach mit Ausrufezeichen mitspielen, aber jetzt momentan machen wir das Giveaway, also geht gerade schlecht. So, dann warten wir mal kurz, bis dann auch wirklich alle jetzt hier den Timer auch mitbekommen haben. Und dann sind wir dann auch und fangen an mit dem Giveaway. Wie bekommt man einen Kaktus von der Mission auf der allerletzten Insel, die man ja jetzt freischalten muss? So, noch eine Minute beim ersten Item beim Spinat. Warten wir mal, dass der Spinat hier schön gedeiht und reift. Und dann machen wir das so. In der Zeit können wir ein paar Fireflies einsammeln, weil die bringen auch sehr viel XP, habe ich festgestellt. Also, natürlich kommt es auch noch welche, ne? Aber so für etwas Kleines hier, das hier rumfliegt, das man easy mitnehmen kann, lohnt sich das doch. Zack, mitgenommen. Und da oben ist noch eins. Ach, ich nicht hoch, das ist doof. So, wie lange dauert das denn noch? Wir gucken mal kurz rein. Die ersten werden gewählt in 16 Sekunden. Okay, dann kommen wir jetzt mal rein. 16 Sekunden noch und dann werden die nächsten hier ausgelost. Ich finde dich nice. Danke, danke. Und die ersten, die Person, die 60 Spinat-Seeds gewonnen hat, ist Tamias. Die Person, die 5, ich kann meine eigene Schrift nicht lesen. Achso, die Picke. Nee, warte doch, nicht die Picke. Warte mal, hä? Achso, die Spike Swords, genau. Es ist Raid National. Die 5 Spitzhacken hat Elisa gekriegt. Die 5 Äxte hat FCS Fabian. Die 5 Blueprints haben Creeper, Red National und Summer Tyler bekommen. Jetzt waren wir kurz auf dem Bow, der ist jetzt ein bisschen verzögert. Da ist der Bow, der kommt doch gerade reingebrettert. Der Bow hat Red National gewonnen. Die Berry Seeds hat. Oder haben er, sonst sind mehrere. Summer Tyler und Smiley gewonnen. Die Starfruit Seeds haben. Der Timer hängt wieder fest, also müssen wir kurz ein bisschen warten. Oh Mann. Ach ja, wenn der Timer hängt, das ist hier was ganz Tolles. Ja. Danke, Grüße noch auf jeden Fall raus an den Bot, dass das jetzt wieder hängt. Ja, wir warten mal kurz, dass der jetzt hier auch mal ein Signal gibt. Wäre ganz geil. Oh, 20 Sekunden noch. Warte, wir haben es gleich. Starfruit zieht, sehr wichtig. Ahmad und Sommer Tyler, okay.
Und die Battle PvP Trophy hat Leon B. gewonnen. Herzlichen Glückwunsch an Leon B. auf jeden Fall für die Battle PvP Trophy. Ja, wir wollen, würde ich sagen, fangen von oben an. Das heißt, ich schimmel dich wieder hin. Pack das jetzt zurück. Und werde jetzt Samir jetzt den Link geben. Natürlich könnt ihr mir vertrauen, ne? Die Roblox-Links, die ich vergebe, die sind natürlich legit. So, Tamias, komm mal hier in die gute Stube. Wer nicht, dann raste ich es gleich aus. Kannst du danach noch normalen Zauber spielen? Der Stream wird bis 19 Uhr gehen, deswegen weiß ich nicht, wie viel Zeit wir nach dem Giveaway noch hier haben. Aber im Fall der Fälle ist eh nächstes. Ach, ich komme in 3 Minuten. Mehr. Ich kann nicht mehr reden. im nächsten Falle wäre dann der nächste Sonntag dann, was kommen würde. Und so, da kommt Raid National. Jetzt komm rein, Alter. Komm rein in den Server. So, Tamir hat gesagt, der kommt später. Das heißt, wir sollen jetzt nicht hier miteinander weitermachen. Das heißt, komm bitte rein. Wir brauchen dein Geld. Raid National, komm rein. Ma, ey, so viel Discord-Server, das ist grausam, wenn man so viel hat. Wir schließen die Kacke. Aber nee, mein Server brauche ich. Mein Server brauche ich. Okay, da haben die Viecher gegessen. Auch geil. So. Okay, also Leon B. Sachen sollen an Tamias gehen. Oh, Elisa. Es geht schon los. Wann habe ich jetzt? Wait, National habe ich gegeben, ne? Ist er da? Achso, der ist schon da. Lol. Gleich gemerkt. Okay, so, wir gucken gleich den Rest nach. So, Raid National hat gewonnen. Die Spikes und den Blueprint und den Bow. Alter, der hat ja richtig abgeräumt hier mal. Okay. Ach ja, auch nochmal ein Dings, falls, mal kurz, ich hab's gleich. An Elisa, guckt am besten dafür mal mein Dings-Video an. Also ich mach's einmal kurz aus Ausnahme, Fan, aber am besten das. Oh, okay. So. Am besten das Video gucken dazu, was ich gemacht habe. Wie man auf VIP-Server joinen kann, als, Rupins waren das jetzt hier. Als, Handy- oder mobiler Spieler. So. Da waren noch, da waren, genau, die Bows waren das. So. Dann lass mich mal kurz das streichen. Dann musst du mir nur noch, Elisa, deinen Roblox-Namen schicken. Dann setz den kurz ausnahmsweise auf die Liste. Genau, der Rest jetzt da. Und er wird nochmal gesagt, nimm was noch von Tamias? Von Leon, okay. Okay, ich sehe gerade hier, Ahmad braucht die Starfruit Seeds, wenn ich jetzt richtig gesehen habe, richtig? Dann soll ich das ihm anders geben, okay. Ja, gucken wir mal, so. Dann, ja, Elisa, brauche ich deinen Namen am besten. Ohne Namen geht hier nichts. So, dann mache ich weiter mit FC Fabian erstmal. Komm, du erstmal drauf. Ah, jetzt ist Tamias da, lul. Ja, mal kurz Tamias und die Sache für Leon fertig. Das wären dann der Spinat. Und die Trophäe, okay. Das heißt Trophäe und Spinat. Einmal. Danke. Und dann den Spinat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So,
Es müsste jetzt ungefähr hinkommen. Perfekt. So. Genau, bitte, bitte. Und tschüss, genau. Jetzt haben wir noch Black Rider, das... Dann kann ich schon mal den Rest von Tamias mir hier streichen. Und Fabian hat die Axt. Und das war's, gewonnen. Okay, er hat die Axt gewonnen, kann man sich auch einfach merken. Ich guck mal kurz, ob er jetzt mir Dings geschrieben hat. Ne, hat mir noch nicht geschrieben, die Elisa. Wo Elisia, wie es auch gesprochen wird. Wegen, da brauche ich den Namen. So, dann warten wir mal. Das hier... FSC Fabian mal vorbeikommt. Ich habe schon fast verlangt, diese Geschenke zu öffnen, aber ich weiß, da ist immer Trash drin, von daher lass es lieber. Oh, warum sind jedes Fies hier wieder? Wie? Als ob die alle runtergesprungen sind. Was sind die denn die so für, was geht denn in den Kopf ab von den... Okay, ist gecrashed anscheinend. Von den Tierchen. Wir machen das mal weiter. Ich glaube, Fabian hat ein paar Probleme. Wir machen mit Creeper weiter. Das heißt, bitte einmal draufkommen und deine Sachen abholen. Das wären dann für dich die 5 Blueprints. So, warte mal kurz. Wer ist erster? Creeper oder Black Rider? Das große Duell der Giganten, Alter. Die Kiste ist leer. Dann ist es die hier. Mal gucken, wer ist jetzt erster bei meinem kleinen Tierchen? Komm, ich finde das Schatz, sieht knuffig aus. Es sieht so knuffig aus, einfach nur. Also, ich glaube, das Schwein, das wird auch knuffig aussehen in der Mini-Variante, aber ich glaube, das Schwein wird nicht so knuffig sein wie das Schaf. So, wir warten jetzt mal kurz. Ah, so. Ah, Creeper war als erstes hier. Herzlichen Glückwunsch. So, dann werden es die Blue-Test-Prints mal bitte geben. Und dann hier und dann 1, 2, 3, 4, 5. Perfekt. Dann ist das auch fertig. Viel Spaß damit. So, dann. Genau, danke und tschö. Perfekt. Ich glaube, Fabian hat ein paar bisschen ein kleiner Struggle hier am Start. Dann geht's gleich zu Great Nation, no? Oh. Ich glaube, jetzt Fabian noch braucht, das dauert eine Ewigkeit. Wir machen weiter schon mal. Raid Nation habe ich ja schon geschickt, ne, er hat nicht geantwortet. Ja, okay. Dann skippen wir das, dann gehen wir zum Sommerteiler. Komm her, komm her. McTyler. So, warte mal kurz. Yay! Firefly Garden Light, okay. Achso, dieses kleine... Oh, wow. Das kleine Teil, ernsthaft, für das Level? Ist da traurig. Kommst du nach dem Stream in den Discord wegen Blumenunterricht? Also, in den Discord ja, aber ich glaube, Blumenunterricht müssen wir später machen mal. Sag ich nur, bis hier immer mal einer kommt. Oder hat Tyler ausgeschrieben, weil ich übersehen habe. Geht nicht über den Link, kann ich über Code. Ja, es gibt ja keinen Code. Oh, er ist da. Es gibt ja keinen Code. Ist eine VIP-Insel. Und wenn der Code, wenn ich eine Code-Insel mache, dann weiß jeder den Code, weil es immer der gleiche Code ist. Deswegen eigentlich alles kritisch. So, das ist jetzt Fabian. Fabian hat ja nochmal die Äxte, wenn ich das richtig erinnere. Fabian, genau. Der hat die Äxte gewonnen, weil man immer noch so viel Äxte haben will. Aber okay. Kann nicht schaden. Eins, zwei, drei, vier, fünf. So, dann hat ja Fabian jetzt auch seine Sachen. Herzlichen Glückwunsch. So. Perfekt. Genau. So.
abstimmt hier. Elise hat sich auch noch nicht gemeldet. Hat die mit dem Namen geschrieben, Vinzenz? Nee, auch nicht mal Namen. Ja gut, dann kann ich auch nichts dafür. Dann würde ich sagen, machen wir weiter einfach in der Zeit, wo das Sommerteil das noch versucht zu fixen oder vielleicht einen anderen übergibt, dass der das dann für den nimmt, kann auch machen, aber es muss halt, wie gesagt, heute im Stream passieren, sonst verfällt es. Leon B. hat es ja auch gemacht mit Tamias. Deswegen am besten irgendwie versuchen hinzukriegen. Oh, so knuffig! Was mögen die denn jetzt eigentlich? Auch Äpfel? Karotten? 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 Und Karotten. Okay, ich darf Karotten anpflanzen. Geil. Ja, wie gesagt, ne? Versucht es irgendwie über eine andere Person rüber zu kriegen, weil sonst verfällt das leider. In der Zeit warte ich auf Smile, dass er drauf kommt. Und dass er dann die Sachen hier sich abholt. Man sieht, wir hängen jetzt schon halt eine halbe Stunde dran, circa. Ja, 20 Minuten, fast eine halbe Stunde. Deswegen, die Races ziehen sich halt wirklich lange. Es sieht nie danach aus, aber sie ziehen sich halt wirklich. Ah, hallo Kuh! Hallo! Oh, komm, wie süß. Oh, das Schaf. Das Schaf, ne, das ist so schön. Oh, das Schaf, das ist so knuffig. Das ist so knuffig, schnuffig. Oh Mann, echt. Makramee. Ah ja, guck mal. Makramee, die Floristin, die kennt sich natürlich wieder aus mit dem Boom, ne? It is what it is. So, ich gebe noch ein bisschen Zeit, dass auch Smile jetzt kommt. Sonst, ja, verfallen die restlichen Preise, wie gesagt, am besten absprechen, weil ich kann es nicht lagern, weil ich da echt sonst keinen Platz für habe. Die auf Dauer zu lagern. Und Code funktioniert ja eh nicht, da ist eh der gleiche Code ist. Deswegen. Ah, da ist Minecraft. So, Minecraft hatte die 5 Berry Seeds. Ja. Die 5 Berry Seeds. So. Dann warten wir mal. Und gucken wir nicht an. Nee, echt, diese Tiere sind zu süß einfach. Und dann gucken sie mich immer an mit ihren Glitschaugen, Alter. So, jetzt sagen wir kurz mal auf Smilecraft, dass er jetzt hier spawnt und dass er dann uns hier. Dass er den Sachen abholt. Da ist er schon. Perfekt. Dann müssen wir warten, bis er reagiert. Ach man. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, guck mal hier. Ui, Memo, guck mal. Dann mit der Kuh ist noch eins. Kuh, komm mal hier weg hier. Kuh! Die Kuh geht endlich auf ihn weg. Oula, Goldblöcke. Das kann bei noch Dinge aus Gold bauen, sogar noch. So richtig ein Goldthron. Ja. Big Brain, dass du es im Kreis verdrehst, das macht es ein bisschen schwieriger. Aber okay. Ah, da ist noch ein Kronleuchter. Und eine Kerze. Ich glaube, das war's von ihm aus gesehen, oder? Ich glaube, das war's. Hallo Nick. Ja, okay, das war's. Ja, dann würde ich nochmal Dings noch 2 Minuten warten und wenn da jetzt nichts irgendwie was kommt, sei es von ihm, dass das irgendwie an einer anderen Person geht, kann ich es leider nicht aufheben. Dann verfällt es leider und wird eventuell fürs nächste Mal benutzt.
Oh Gott, diese Augen. Dieses neue Shading in Roblox, ganz, ganz komisch irgendwie. So. Also. Ja, okay. Dann mach ich das Ganze. Dann, er hat es so gemacht, dass ich dann Vinzenz im Nachtimstream ganz schnell abholen kann. Das ist mir eigentlich auch recht egal. Aber wenn es halt noch mehr Leute werden, dann wäre es mir nicht egal. Dann müssen, würde ich sagen, dann war's das mit diesem kleinen oder feinen dreistündigen Island-Stream wieder, glaube ich. Ja, fast 3 Stunden. Ich würde sagen, wenn euch dieser Stream gefallen hat, dann gebt einfach einen Daumen nach oben, wenn ihr Ehrenmänner seid. Oder Ehrenfrauen. Einfach ein Abo da. Vergiss auf jeden Fall nicht meine Aktion in meiner Roblox-Gruppe mit dem Merchandise. Gesagt, der wird nie wieder zurückkommen. Und ja, aktiviert die Glocke, dass ihr keine neuen Videos verpasst. Und ich würde sagen, haut rein, Leute. Und ciao.